So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum heutigen Live-Trading-Event hier gemeinsam mit Tickmill zur Markteröffnung, europäischen Markteröffnung. Es wird eigentlich hauptsächlich die Markteröffnung im DAX beleuchtet werden. Und ja, wir befinden uns gerade in der Eröffnungsphase des DAXes für die Strategie. Ich werde sie gleich nochmal im Detail übrigens vorstellen, wie die eigentlich ausschaut. Das Wort eigentlich an dieser Stelle, das ist ganz bewusst gewählt meinerseits. Ich habe heute früh festgestellt, wir wissen, Trading Psychologie, wir hatten da diverse Aspekte beleuchtet. Ich werde jetzt natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen und mich hier vor euch auf eine Ledercouch legen und gerade meine Gefühlswelt kundtun und sonst dergleichen. Das ist wahrscheinlich auch für viele jetzt nicht ganz so interessant. Nein, aber was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, kurz und schmerzlos ist, ich fühle mich aktuell überhaupt gar nicht wohl, wenn ich auf den DAX blicke. Sieht gerade danach aus, als wenn wir die Long-Seite favorisieren und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Man wird übrigens auch sehen, das wäre ein Trade, der würde einen aktuell bestehenden Trade schon konterkarieren. Also es ist ein Live-Trading und es wird Trades geben und wir werden uns auch nicht nur auf den DAX fokussieren, sondern parallel auch wieder auf unseren euro-japanischen Yen. Auch dazu werde ich noch ein paar Zeilen verlieren. Da gibt es eine sehr interessante Entwicklung jetzt. Diesmal ist es 100% genauso aufgegangen, tatsächlich möchte ich schon fast sagen, wie thematisiert in dieser Webinar-Reihe. Zu Beginn hatten wir einen Drawdown. Mittlerweile hat sich dieser Drawdown gelegt. Der Monat August ist tatsächlich sehr, sehr solide gelaufen. Wir werden da gleich diesen Mean Reversion Gedanken, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, nochmal aufgreifen. Aber nochmal zurück zum DAX. Wie gesagt, ich fühle mich nach diesem Setup dort, was wir jetzt gleich thematisieren wollen, nicht wirklich wohl. So wie es jetzt ausschaut, wird da gleich ein Long Trade und ein Long Setup entsprechend generiert. Nichtsdestotrotz sind wir auf der Oberseite in meinen Augen schon ein bisschen arg weit gelaufen. Also das kann man gleich sehen. Das werde ich zeigen auf der Stunde, die 5-Minuten-Ebene dominiert. Da kann man erkennen, dass wir sehr, 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 sehr tief in den Wirkungsbereich übergegangen sind nach dem Überwinden der 12.430 bis 470er Region ungefähr. Also sehr weit, das muss man auch ein bisschen in Relation setzen. Wir reden von 100 Punkten. Also es gab da auch schon mal sicherlich Überdehnungsmodi, so nenne ich sie mal, wo wir mehrere 100 Punkte darüber gelaufen sind. Aber im aktuellen Marktumfeld mit dieser niedrigen Volatilität, diesem dünnen Umfeld, ist das einfach, ja, es schaut einfach nicht mehr super attraktiv aus. Also ich habe das Gefühl, besonders auch nach der Kerze von gestern, wenn wir die Tageskerze noch betrachten, da ist es dann eben entsprechend so, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir eigentlich eher auf hohem Niveau konsolidieren. Also Breakouts auf der Oberseite, wenn sie überhaupt erfolgen sollten, sieht derzeit danach aus, dass die dann eher verpuffen. Dazu werden wir, wie gesagt, gleich en Detail noch drauf eingehen. Also keine Sorge, es wird Trades geben, aber nach diesem Setup, nach dieser Strategie, die wir hier beleuchten, möchte ich das aktuell tatsächlich eher vermeiden. Also das ist so eine, ich nenne sie jetzt mal diskretionäre Intervention meinerseits eben an dieser Stelle. Bevor wir starten, ganz wichtig natürlich der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen, CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Und natürlich ist es so, dass die folgenden Inhalte meinerseits hier für Tickmill präsentiert keinerlei Aufforderung zum Handeln darstellen. Das ist die, also dieses Webinar und meine Ausführungen dienen lediglich informellen Zwecken, sowie der Veranschaulichung und entsprechend Weiterbildung im Bereich Trading. So, und das bin ich. Und das sind gleich, oder das ist die Slide, auf der die Strategieparameter erscheinen werden. Ich werde aber zunächst einmal hier jetzt den DAX öffnen. Wir sehen aktuell auch einen Trade. Er konterkariert einen Trade. Es gibt eine andere Strategie, die ich konstant durchhandeln. Also das heißt, da gibt es keinerlei diskretionäre Interventionen. Also doch, die gibt es schon, aber nicht im Zusammenhang mit, bis jetzt zumindest nicht, im Zusammenhang mit dem Aussparen von Trades, sofern ich mich richtig entsinne. Also normalerweise werden die Signale auf jeden Fall umgesetzt und dann gibt es die Intervention in dem Moment, wo der Markt eben zum Beispiel zu unseren Gunsten läuft und wo ich dann die Möglichkeit habe, eben vor dem Ausstieg aus dieser Position einen Gewinn bereits zu realisieren, zum Beispiel durch Teilgewinnmitnahmen oder alternativ eben, dass ich versuche, aus einer verlustbringenden Position auszuskalieren. So, das, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen, ist natürlich ziemlich optimal. Wir schauen jetzt, also wie gesagt, ein Trade gibt es schon bereits, ein zweiter wird noch folgen, euro-japanischer Yen, also zumindest ein Setup, ob der Trade dann folgt, das hängt davon ab, ob der Breakout dort erfolgt.
Hier ist es jetzt aktuell so, dass wir noch eine dritte Betrachtung eben mit einfließen lassen. Dieser wollen wir uns dann gleich auf dieser Slide widmen. Ja, ich will sie aber gleich jetzt hier in der Praxis vorführen. Diese zwei dünnfarbenen Linien kennzeichnen eine Handelsspanne, eine sogenannte Open Range zwischen 8 und 9:05 Uhr. Also dass das Hoch und das Tief entsprechend. Was wir hier sehen können, ist, dass dieses Tief, und dazu werde ich jetzt gleich nochmal kurz hier einen Editor aufmachen. Moment, ich mache was anderes, bessere Idee. Ich nehme ein Word-Dokument, welches ich hier öffne. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber der Vorteil ist, dass das anders als ein Editor die Möglichkeit bietet, hier entsprechend die Schriftgröße und so weiter anzupassen. So. Kann man gerade im Hintergrund hören? Einen Augenblick. Einen Moment. Perfekt. Also, DAX Open Range. Wir werden gleich die Zeit und so weiter werden wir noch dazu hinzufügen. Wie gesagt, ich habe es dir schon gesagt. 8 bis 9:05 Uhr ist die Handelsspanne. Ich werde auch noch erklären, warum. 9:05 Uhr, das ist eine oder eine Zeit, die jetzt irgendwie ein bisschen seltsam anmutet. Hier ist das Tief, 12.544 Punkte. 12.544. Und hier ist das Hoch dieser Spanne, 12.596. So. Das überrascht ehrlich gesprochen. Ja, also diese zwei, das Hoch und das Tief, gerade eben, als ich hier die Charts vorbereitet habe, das war so also vor einer halben Stunde ungefähr, da war die Handelsspanne noch keine 20 Punkte breit. Also das kann man auch hier nochmal ganz gut erkennen. Das lag hier in diesem Bereich. Hier sieht man 9, also 8:35 Uhr, 8:40 Uhr. Da war das eine sehr, sehr enge Handelsspanne. Da dachte ich mir schon, eventuell erledigt sich das von ganz alleine. Dieses Unwohlsein mit einem Long-Setup. Zum einen, weil wir bis dato auch unterhalb dieses 50er EMAs getradet haben. Dazu auch gleich mehr. Zum anderen aber, wie gesagt, weil ich noch einen zusätzlichen Filter eingebaut habe, der sagt, ich brauche mindestens einen Indexstand von 0,2%, um ein Setup formulieren zu können. Das will ich jetzt mal ganz kurz hier in Klammern runterschreiben, weil es auch in der Slide nicht auftaucht. Weiterer Filter, oder ergänzender Filter, so nenne ich das jetzt mal. Ich habe zwar noch keinen anderen Filter eingeführt, werde das aber gleich tun. 0,2% vom Indexstand Range Breite. Das heißt also, bei einem Indexstand von 12.550 Punkten ist es ungefähr, heißt das, dass wir 12.550 mit 0,002 multiplizieren müssen und dann einen Indexstand erhalten von ungefähr 25 Punkten sind es an dieser Stelle, also 25 Punkte. Das heißt, anders formuliert, jede Range-Breite, die kleiner 25 Punkte ist, wird eigentlich für einen Trade dann nicht in Betracht gezogen, weil die Volatilität, also diese Range-Breite, die zu klein ausfällt, darauf hindeutet, dass die Volatilität so niedrig ist, dass sich hier kaum profitabel solche Breakout-Ansätze eben tatsächlich traden lassen. Also das ist ein zusätzlicher Filter, der sich als sehr, sehr gut herauskristallisiert hat, der allerdings dadurch jetzt hinfällig ist, dass wir dann innerhalb der letzten 10, 15 Minuten hier plötzlich nach oben einen Instant zu sehen bekommen haben, der die Range jetzt auf über 50 Punkte aufgezogen hat. Damit ist dieser Filter auf jeden Fall ausgeschlossen bzw. erfüllt, so kann man auch sagen. Und so, auf jeden Fall ist es so, dass, wie gesagt, jetzt hier diese Handelsspanne für Long-Engagements gut genug oder breit genug ist, da wir hier derzeit zumindest noch oberhalb dieser blaufarbenen Linie traden, ist es so, dass wir nur Long-Setups betrachten würden. Also das heißt, ein Setup jetzt, ja, ich füge den nochmal zusätzlich ein, Filter, ist 50er, 50er, oder EMA 50 so, EMA 50 auf 5 Min-Basis. So, das heißt, handeln wir drüber, gehen wir nur Long Setups ein, handeln wir drunter, traden wir lediglich und ausschließlich die Short-Seite. Und jetzt formulieren wir ausgehend hiervon unser Setup. Also wir traden oberhalb des 50er EMAs, demnach betrachten wir die Long-Seite. Und dann ist das Setup wie folgt: 5,96 ist der Entry Long. Dann haben wir unseren Stop, der unterhalb des bis dato Tagestiefs liegt. Das ist die 5,44. Wir haben damit ein Risiko von 52 Punkten. 52 Punkte. So. Und wir sehen auf der Oberseite ein Ziel an,
welches losgelöst ist von charttechnischen Gegebenheiten, sondern sich einfach nur an jenen Parametern orientiert, die wir für unser Setup vorher festgelegt haben. Und das ist ein Verhältnis von 2 zu 1. Das bedeutet, wir multiplizieren hier. Da kann ich jetzt mal, ich mache zunächst mal, nee, Moment, das war jetzt falsch, die falsche Zeile, hier. Da mache ich erstmal ein Komma und dann kommt da gleich noch was hinterher. Die Chance ist also 2 mal 52 Punkte. Und somit 104 Punkte. So, das ist das Ziel, auf welches ich abziele. Und wenn ich das jetzt hier eben auf den Entry Long draufsetze, dann sehen wir, landen wir bei 12.700 Punkte. Das ist ein ganz interessantes Ziel, ehrlich gesagt, weil wir können nämlich gleich auf der Stunde auch charttechnisch erkennen, dass wir hier in diesem Bereich potenziell auch ein Widerstandsniveau finden. Also wenn ich jetzt nämlich hier nochmal zurückgehe, das wie gesagt macht durchaus Sinn, sich dann auch die uns dominierenden Zeitebenen, in dem Fall Trading die 5-Minuten-Ebene, also gucken wir uns die Stunde an, betrachten, kann man auf der Oberseite hier diesen Bereich sehr, sehr gut erkennen. Das ist ein stärkerer Widerstandsbereich, der durchaus erwartet werden darf. Ähnlich wie gestern kann der natürlich früher oder später auch als, ich nenne sie jetzt mal Action-Region vielleicht dann agieren. Also das bedeutet, wenn wir diesen Bereich überwinden, kann darüber hinausgehend mit weiterer Dynamik gerechnet werden, die uns dann zum Beispiel in Richtung des nächsten potenziellen Widerstandsbereiches um 12.850 bis 12.880 Punkte eben schieben könnte. Aber an erster Stelle ist das eine Orientierung, um ein potenzielles Kursziel auf der Oberseite eben zu identifizieren. Also das passt auch aus dieser Perspektive, passt das aktuell relativ gut eben mit diesem Bereich dann auf der Oberseite um 12.540 Punkte zu arbeiten. So, ja, und so ergibt sich dann im Großen und Ganzen einfach das Setup. Das heißt also, wir könnten jetzt entsprechend die Order in den Markt legen nach diesen Parametern und hätten unser entsprechendes Setup hier dann gegeben. Eine Möglichkeit bestünde auch jetzt schon eine erste kleine diskretionäre Intervention vorzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir traden hier den Open Range Breakout dann an dieser Stelle mit einem Risiko von 1%, dann hieße das etwas anders formuliert auf ein 5.000-Euro-Konto. Wir haben ein Risk von 50 Euro, ja genau, 1%, 50 Euro. Und in dem Fall, wir liegen aktuell, ich glaube, 100 dahinter oder 200 Euro, dann sind es 48 Euro. Das macht den Kohle aber jetzt auch nicht fett. Dann haben wir also hier ein Risiko folglich, was bedeutet, wir dürften ausgehend von der Range-Breite weniger als einen kompletten DAX-Safety traden. Das ist allerdings kein Problem im Falle bei Tickmill, weil wir einfach eine Mikronisierung haben im DAX. Also es bedeutet, besonders formuliert, wir können runtergehen mit unserer Skalierung, wo wir uns dann im Bereich bewegen, wo ein Punkt 10 Cent entspricht. Und so könnten wir dann eben entsprechend, das führe ich auch mal ganz kurz hier ein, unsere Positionsgröße berechnen. Also das heißt, wenn wir jetzt, ich gehe mal von den 4.800 Euro aus und davon riskieren wir 1%. So, 1% sind gleich, ich hoffe übrigens an der Stelle, ich konzentriere mich gerade nicht darauf, aber dass das mathematisch korrekt aufgeschrieben ist. Ich glaube nicht, das ist eine Katastrophe. Wenn das mein ehemaliger Leistungskurslehrer in der Schule sehen würde, ich glaube, der würde mir mein Abi entziehen. 1%, 48 Euro. So, und jetzt nehmen wir diese 48 Euro und teilen sie durch 52 Punkte und erhalten dann 48 geteilt durch 52, 0,92. 0,92 heißt also, anders formuliert, wir traden 0,9 DAX CFD. So, ja, so kann man dann entsprechend die Positionsgröße bestimmen. Das ist auch immer eine sehr, sehr interessante Frage. Ja, man sieht, dass hier die Positionsgröße nicht vorher festgelegt wird, dass ich sage, ich kaufe so und so viele DAX-CFDs, sondern was ich an erster Stelle mache, ist, ich definiere mein Risiko. Ausgehend von diesem Risiko berechne ich dann meine Positionsgröße. Also das heißt, wenn dieses Risiko nach der Definition des Setups 52 Punkte beträgt, dann orientiert sich hier dran entsprechend die Positionsgröße mit 0,9 DAX-CFD, sodass ich nicht diese 1%, die ich bereit bin zu riskieren für meinen Handel, eben entsprechend überschreite. So ergibt sich dann übrigens auch dann an der Stelle zum Beispiel dort dieses zweite Setup hier, was man schon sehen kann. Ja, dann wir mal den DAX Daily, den müssen wir uns gleich sowieso betrachten. Den können wir erstmal rausnehmen. Das ist dieser Indikator, den ich drüber gelegt habe, den habe ich mal als Illustrationszweck genutzt, um zu zeigen, wie schwierig es ist, trotz eines sehr, sehr einfachen Handelsansatzes, diesen einfach zu duplizieren, einfach zu kopieren. Ja, ich werde gleich noch vorstellen, also nicht nur die Strategie, Parameter hat man jetzt im Großen und Ganzen eigentlich. Jetzt hat man natürlich aber dennoch so ein bisschen die Frage, die aufkommt, naja, wie soll ich denn davon profitieren in meinem Trading? Also
wenn man das nicht einfach kopieren sollte, wenn ich davon abrate, das einfach zu nehmen und einfach blind zu kopieren, welchen Vorteil soll es für mein Trading bringen? Dazu werde ich gleich noch einen Ablaufplan präsentieren, der, glaube ich, sehr gut ist in der Tat und der eine gute Möglichkeit bietet, dann auch für sein Trading ein mentales, solides Grundgerüst eben zu formulieren, ausgehend von welchem man jede Handelsstrategie dann durchaus profitabel handeln kann, weil man erkennen kann oder weil man lernt, diese Konsistenz in sein Trading zu bringen, dieses konstante Anwenden, dieses langweilig machen des Tradings im Großen und Ganzen, um was es geht. Bevor wir aber dazu kommen, wie gesagt, blicken wir ganz kurz hier nochmal auf den Daily, also dieses Setup, was hier für den DAX formuliert worden ist. Das ist ein Setup, was aus dem Daily resultiert und auf ein saisonales Pattern, in Anführungsstrichen, zurückgreift. Das heißt also, sich daran orientiert, wie der DAX in der Vergangenheit über bestimmte Wochentage performt hat. Das ist ein relativ triviales Setup, ist auch tatsächlich nichts weiter als eine Basisstrategie. Ich habe meine Dokumentation mal durchgegangen, jetzt für die letzten 4 Monate, 5 Monate, und habe festgestellt, dass ich erstaunlich gut abgeschnitten habe mit diesem Setup, allerdings nur dank der Tatsache, dass ich eben diskretionär interveniere. Das heißt also, an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel dann sage, ich bin jetzt bereit, heute zum Beispiel mal einen Trade einzugehen, morgen mal keinen Trade einzugehen. Also das ist zum Beispiel etwas, das kommt vor, das kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Ich hatte das gerade initial ja schon gesagt, das ist auch die Herangehensweise, die ich für das Setup für den DAX heute hier wähle. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass ich eben diese Überdehnung dann zum Beispiel trade. Also gestern war ich zum Beispiel bedauerlicherweise nicht long, sondern tatsächlich nach diesem Setup auf der Short-Seite unterwegs. Der Verlust, der entstanden ist, war jetzt nicht dramatisch. Er konnte tatsächlich abgefedert werden von dem euro-japanischen Yen, der wiederum für uns gelaufen ist. Das kann ich gleich vielleicht nochmal kurz zeigen. Ich habe hier mal schon was vorbereitet. Also das ist jetzt die Webseite. Hier ist die Dokumentation dieses Kontos bis jetzt. Man sieht auch übrigens, dass das in Realtime läuft, also fast in Realtime jedenfalls. Das wird nur geupdatet jetzt in dem Fall, wenn ich hier entsprechend dort F5 drücke. Und da ist es jetzt hier 15 Minuten Verzögerung. Aber das, was da in diesem Zusammenhang bei FX Blue so interessant ist, ist, dass zum Beispiel für uns jetzt die Möglichkeit besteht, Rückschlüsse auf unser Trading generell zu ziehen, zum Beispiel sich auch anzuschauen, wie war jetzt die Performance für einen bestimmten Handelstag. Und dort sieht man den gestrigen Handelstag, da sieht man einen Verlust von 12 Euro, der entstanden ist. Das ist der Net Profit. Der Verlust, der hier im DAX entstanden ist, der lag also bei etwas mehr als 0,6%. Warum 0,6%? Weil 34 Euro von 50 Euro, 5.000 Euro 0,6% etwa ist. Wenn ich 1% Risiko fahre, sieht man also, ich habe mehr als ein halbes R hier offensichtlich verloren. Zeitgleich ist mir aber auch ein Gewinn entstanden auf dem zweiten Trade. Man sieht hier immer sehr häufig, dass da zwei stehen. Ab und an stehen drei. Diese drei spricht dann dafür, das ist eine eigene Art von FX Blue, die manchmal ein bisschen problematisch ist, weil sie das durchschnittliche Verhältnis von Gewinnern und Verlusttrades beeinflusst. Und meistens zu meinen Ungunsten, ehrlich gesprochen, weil ich nämlich hier mit der Zeit in diesem DAX Day of Week dazu tendiert habe, in Gewinntrades dann entsprechend dort zu intervenieren. Also das heißt also, aus dem Gewinn hinaus zu skalieren. Normalerweise kennt man das bei mir, dass ich aus Verlusttrades heraus skaliere. Im Falle des DAX Day of Week ist es tatsächlich so, dass diese Strategie von mir dahingehend gefahren wird, dass ich eben aus Gewinntrades hinaus skaliere. Und dadurch entstehen natürlich dann auf einen Tag beispielsweise, wenn ich jetzt zwei Trades habe, ja, kann es sein, dass ich zwei Gewinner habe, dadurch, dass ich eben zweimal aus dem Gewinn hinaus skaliert habe und ein Verlusttrade, der tatsächlich entstanden ist. Und damit dann die Trefferquote 66% für den jeweiligen Handelstag betragen hat. Das Problem ist halt, das wird nach unten wieder revidiert in erwartungswerttechnischer Hinsicht dadurch, dass nämlich dann der durchschnittliche Gewinn kleiner ausgegeben wird, weil diese Trades separat voneinander betrachtet werden. Das ist relativ schwierig. Auf der Kehrseite, wenn man das aber weiß, kann das einen motivieren, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, dieses Payoff-Ratio dann trotzdem wieder in einen für ein eigenes Trading attraktiven Bereich zu bringen. Also zum Beispiel 1,5 zu 1. Ja, wenn ich dann jetzt das schaffe, durch diese Intervention zwar einen profitablen Trade zu haben, der aber so aufgesplittet wird, kann es sein, dass das Payoff-Ratio tatsächlich in den Bereich um 1, manchmal sogar unter 1 rutscht. Und dann ist es so, dass ich eben zum einen eine Betrachtung mache, wie habe ich im Vergleich zur Basisstrategie abgeschnitten? Ich zeige das gleich. Ich spreche das jetzt einfach erstmal so alles aus und dann greifen diese Gedanken gleich nochmal aus und werden das nochmal visualisieren, damit sich das nochmal verfestigt, dann auch aus verständnistechnischer Sicht. Und so, dann ist es eben so,
dass jetzt bei diesem Hinausskalieren aus dem Trade, wie gesagt, dann ein Gewinn entsteht, eine exorbitant hohe Trefferquote, aber ein kleineres Payoff-Ratio. Das hat dann auf die direkte Betrachtung, wenn ich mir das hier bei FXBlue anzeigen lasse, negative Auswirkungen erstmal. Und dann kann meine Motivation zum Beispiel daran bestehen, zu sagen, okay, jetzt versuche ich diese Kenngröße durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust entsprechend wieder nach oben zu bringen. Zum Beispiel durch ein sinnvolles, kluges Ausskalieren aus Verlusttrades, zum Beispiel durch die Tatsache, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt auch Gewinner vielleicht länger laufen zu lassen. Ich muss noch an meinen Research-Fähigkeiten vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Also das heißt, dass man mit einem ganz klar formulierten Ziel aus objektiven und aber ganz klaren Zahlen eben tatsächlich arbeitet und da versucht, die Subjektivität so weit wie möglich eben tatsächlich auszuschalten. So, okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, gestern ist dann entsprechend hier ein Verlust entstanden, aber man sieht zum Beispiel auch hier jetzt auf die 0,6%, die Mikronisierung ist ein unfassbar wichtiges Instrument tatsächlich für Trader. Vielleicht jetzt nach der ESMA-Entscheidung, die jetzt ab dem 1. August in Kraft getreten ist, erst recht, weil es nämlich die Möglichkeit beinhaltet, entsprechend selbst auf Trades, wo ein relativ weites Stop-Level gewählt wird, mit einer adäquaten Positionsgröße zu arbeiten. Also der eine oder andere wird sich jetzt hier gerade wundern. Stop weiter, das sind über 100 Punkte. Das ist ganz schön weit. Das hat damit zu tun, dass dieser Stop statistisch basiert eben tatsächlich ist. Das heißt, man hat sich über einen langen Zeitraum angeschaut, wie war die entsprechende Handelsspanne und wie hat dieser Ansatz eben tatsächlich am besten performt? Also war es noch möglich, einen profitablen Handelsansatz zu formulieren, wenn die Stop-Weite bis zu einem bestimmten Punkt nach oben gedreht wird. Wo war gewiss, dass der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust ein Verhältnis von Größe 1 produziert haben, in Verbindung mit der Trefferquote dann einen positiven Erwartungswert. Und da hat sich dann eben entsprechend diese Stopweite hier herauskristallisiert. Und ja, so ist dieses Setup eben zu erklären. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, das war jetzt der Hauptgrund, warum ich das thematisiert habe, die Mikronisierung, die da eine ganz, ganz wichtige Komponente eben darstellt und wo sich dann eben auch zeigt, dass die Wahl eines Brokers, der Mikros anbietet in diesem Bereich, nicht nur im FX-Bereich, sondern auch im DAX, tatsächlich sehr gut sein, sehr, sehr, sehr gut ist tatsächlich, weil sich darüber eben ein sehr, sehr schönes Risk- und Money Management dann eben abbilden lässt. So, wir schauen jetzt nochmal ganz kurz hier auf den DAX. Hat offensichtlich Schwierigkeiten, jetzt weiteres Momentum auf der Oberseite aufzunehmen. Die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist, wenn die Short-Seite, Entschuldigung, wenn die Long-Seite jetzt nicht so wirklich attraktiv erscheint, wie sieht es denn dann aus? Ist dann die Short-Seite zu favorisieren? Theoretisch wäre dem so und ehrlich gesprochen wird jetzt der eine oder andere sich auch fragen, wieso ich das sage, weil ich meine, ich habe ja schon bereits hier einen Short Trade offensichtlich, aber man muss das immer ein bisschen voneinander trennen. Also das eine, was ich jetzt gebe als Einschätzung, das ist meine persönliche Meinung, was auf der Kehrseite steht, ist das System, welches einfach die Signale vorgibt. Kommt vor, dass ich zum Beispiel Long Bias habe, also eine Tendenz für die Long-Seite, das System die Short-Seite favorisiert und umgekehrt. Das passiert. Was bedeutet das? Das kann bedeuten, es bedeutet es aber tatsächlich in den seltensten Fällen, weil ich mittlerweile gelernt habe, da solche Interventionen nach Möglichkeit auf ein Minimum tatsächlich zu reduzieren, weil mein Bauchgefühl dann manchmal doch eher falsch lag, dass ich eben sage, ich reduziere die Positionsgröße, vielleicht nehme ich einen Trade auch mal komplett raus. Das kann allerdings natürlich ziemlich dramatische Folgen haben, dahingehend, dass wenn ich jetzt einen Trade ausspare, zumal angenommen, ich wäre gestern long gewesen und ich hätte mich nicht dabei wohlgeführt, und hätte den Trade rausgenommen, dann wäre mir unterm Strich ein exorbitanter Verlust entstanden. Ich hätte zwar ein Tagesergebnis von plus minus null, aber der Verlust, der bezieht sich natürlich darauf, dass ich dann von dieser sehr starken Aufwärtsbewegung, die sich da gestern abgezeichnet hat, überhaupt nicht profitiert hätte. Also das heißt etwas anders formuliert, dass ich dann an dieser Stelle eben tatsächlich diese ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das jetzt waren. Wir sind gestartet bei 12,4, sind aus dem Handel gegangen bei, ja, das sind so 140, 150 Punkte gewesen. Also fast ein Air hätte ich dann tatsächlich verloren. Und das kann sich dann auf langfristige Sicht natürlich durchaus bemerkbar machen. Moment, mir fällt gerade übrigens was ein. Ein Air. Bessere Performance. Ich wollte darauf noch kurz eingehen. Seit 4, 5 Monaten performt diese Strategie hier. Diese saisonale Pattern performt nicht besonders gut. Hat ein Minus tatsächlich, glaube ich, generiert auf ein Air von. Wenn ich das richtig jetzt noch in Erinnerung habe, das war allerdings schon eine Betrachtung, die habe ich letzte Woche auf den Weg gebracht, war 5%, glaube ich, minus oder 6%. Während ich zeitgleich ein Ergebnis generiert habe über den gleichen Zeitraum von auch mittlerweile leicht negativ, aber also wir bewegen uns, glaube ich, im Bereich um, glaube ich, 1%.
Vielleicht 1,5%. Also das wäre aber schon das Maximum. Wie gesagt, das verzerrt jetzt gerade ein bisschen, weil ich das erst letzte Woche gemacht habe und zwischenzeitlich natürlich wieder Trades entstanden sind. Aber Fakt ist, dass ich durch diese Intervention meinerseits tatsächlich eine Verbesserung dann auf den Weg bringe. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, ich betrachte hier aktuell immer nur einen Trade, wie zum Beispiel jetzt auf gestern bezogen gesagt, da war gestern ein Trade und dann wäre dieses und jenes passiert. Das hat aber natürlich überhaupt keinerlei statistische Signifikanz, denn dieser eine Trade ist rein zufällig. Ob das jetzt heute ein Gewinner wird oder ein Verlierer, das spielt für mein gesamtes Trading keine Rolle oder sollte keine Rolle spielen. Wenn es das täte, könnte ich den Rückschluss ziehen, dass mein Handel relativ fragil ist, also nicht wirklich robust auf einem robusten Fundament steht. Was ich hier mache oder worauf ich abziele, ist über eine Vielzahl von Trades entsprechend eine Optimierung vorzunehmen. Das heißt also, dann mir zum Beispiel nach 100 Trades mal anschaue, wie habe ich denn jetzt performt? Und Dokumentation, die kann dann so ausschauen, dass ich sage, das Ergebnis der Basisstrategie waren heute zum Beispiel plus 100 Punkte. Und wenn mein Ergebnis plus 150 Punkte war, durch ein sinnvolles Intervenieren, durch ein Hinausnehmen einer gewinnbringenden Position, aggressiveres Stop-Management, was auch immer, dann würde mein Ergebnis von mir aus 150 Punkte betragen und ich würde plus 50 in meinem Trading-Journal dokumentieren für mein Abschneiden im Vergleich zur Basisstrategie. Man könnte dann in diesem Zusammenhang sagen, oh, sorry, ich mache mal Folgendes, das macht da viel mehr Sinn. Nee, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Einen Moment, ich muss mal eben was schauen, ob ich das hinbekomme. Dann machen wir das einfach mal. Dann könnt ihr euch das mal vorstellen. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres. So, einen Moment. Günther schreibt gerade was sehr Interessantes. Wenn man eine erfolgreiche Strategie hat, dann sollte man kein Bauchgefühl haben. Ich gehe da gleich mal drauf ein. Einen kurzen Augenblick, ich zeige das mal eben. Warum, also tatsächlich das, was ich jetzt zeigen möchte, das geht sehr, sehr schön darin über. Moment. So, das dauert jetzt tatsächlich ein bisschen länger, weil ich habe hier noch ich habe ein paar Trades, die man da berücksichtigen muss. Also, und zwar, so, was ich jetzt hier mache, ist, einen Moment, ich drücke jetzt mal Copy-Paste, zack. Jetzt hat man mal eine Vorstellung davon, wie sowas aussieht, wenn ich das dokumentiere. Das sieht man auch übrigens ganz offensichtlich, dass ich diese Strategie schon relativ lange trade. Also wir reden hier von einigen Trades, die ich auch ganz penibel dokumentiere. Also hier sieht man zum Beispiel, dass dieses Zeitintervall offensichtlich nicht besonders viele Interventionen gerade hervorbringt. Die Null steht nämlich dafür, dass ich mit der Basisstrategie handle. Ab und an gibt es eine Intervention, da gibt es ein leicht besseres Ergebnis aktuell, das freut mich natürlich sehr. Es gibt aber auch mal Momente, wo ich total daneben greife. Oder total, das ist noch nicht total daneben gegriffen. Total daneben gegriffen ist sowas hier. So 133 zum Beispiel, wo ich dann mal ein R komplett eben im Grunde genommen liegen lasse. Warum lasse ich das liegen? Das kann man so verstehen, dass ich da zum Beispiel gesagt habe, für heute fühle ich mich nicht wirklich wohl, den Trade zu machen, habe dann das System ausgeschaltet und habe dann gesehen, dass der Markt 133 Punkte in Richtung des Systems gelaufen ist. Es gibt auch viele dramatischere Aufzeichnungen. Das war zu Beginn des Jahres hier mit Rot gekennzeichnet. Das war nach dem Crash, dem Flash Crash Anfang Februar. Da habe ich zwischenzeitlich, also bis dato hatte ich mir ein gutes Polster erarbeitet, wie ich besser zur Basisstrategie abgeschnitten habe. Durch diese zwei Ergebnisse hier, da kann man das erkennen. Ich habe zwei Trades gehabt. Also ich habe den gesamten Monat auch positiv abgeschlossen. Ja, das muss man dazu sagen. Aber das, was interessant ist in diesem Zusammenhang, ist natürlich, dass ich offensichtlich fast 1000 Punkte schlechter abgeschnitten habe als die Basisstrategie. Wo ich aber unterm Strich jetzt auch sage, wer das Marktumfeld damals beobachtet hat, der weiß, wovon ich jetzt spreche. Bezogen auf den DAX, das redet. Oh, pardon, Moment. Hier, wir reden von diesen massiven Abschlägen, die da stattgefunden haben, dieser riesen Volatilität. Wir sehen hier zum Beispiel eine Handelsspanne, im Tief gehandelt worden bei 11.700 Punkten, im Hoch bei 12.600, fast 12.700 Punkten. Also das war eine Handelsspanne hier von 1000 Punkten in einem Tag alleine. Also eine enorme Volatilität. Ich habe im Nachgang natürlich mir die Frage stellen müssen, ist das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist das eine gute Entscheidung gewesen? Würde ich es wieder tun oder nicht? Wenn ich mir jetzt die nackten Zahlen anschaue, ist natürlich ganz klar zu sagen, nein, ich sollte das nicht tun, weil 1000 Punkte hier fast liegen zu lassen, das ist schon ziemlich dramatisch und zeigt, dass die Basisstrategie offensichtlich wesentlich besser funktioniert,
wenn ich nicht interveniere. Was allerdings jetzt in diesem Zusammenhang da natürlich Berücksichtigung finden muss, ist, dass das Marktumfeld auch entsprechend war. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, es ging natürlich hier auch für mich darum, das Risiko der jeweiligen Trades zu managen. Dass da zum Beispiel der Stop-Out hier nicht erfolgt war, ein Trade, das war dieser hier, der von 470 Punkten, der da heraussticht. Ich war an diesem Tag tatsächlich entsprechend der Position, des Trades richtig positioniert. Also ich hatte eine Long-Position, der Markt war long. Das war diese 1000-Punkte-Spanne, die ich gerade gezeigt habe. Und ich habe in der Tat hier schon bereits in der Vorbörsenzeit, also Vorbörse, bevor die Kasse aufmacht, zwischen 8 und 9 Uhr, habe ich auf diesem Trade über 200 Punkte vorne gelegen. Also der hat aufgemacht, der DAX, irgendwo um, weiß ich nicht, 11.000 und also 12.000 Punkte, 12.100 Punkte, ich weiß es nicht genau. Können wir das mal ganz genau tatsächlich uns anschauen. Wo war der Open? 12.000, ja, 12.2, hier. Da habe ich, wie gesagt, morgens den Rechner dann hochgefahren und habe kurz meinen Ablaufplan durchgehalten, habe die Trades eingestellt, nicht nur Trades eingestellt, die Analysen, die ich normalerweise erstelle, eingestellt und so weiter. Wurde da auf dem Guidance Desk zum Beispiel Guten Morgen gesagt, guck auf den Chart und sehe, dass der, oder guck auf den Trade, auf den DAX und sehe, dass der schon 250 Punkte für mich gelaufen war. Resultat war, dass ich natürlich auf einen Trade, wo ich dann schon 2 R vorne liege, in der Vorbörse zwischen 8 bis 9 Uhr, natürlich an der Stelle sage, ich gebe dem Markt zwar ausgehend von der derzeitigen massiven Volatilität Luft, nichtsdestotrotz gebe ich ihm nicht die Luft, jetzt hier mich nochmal ausstoppen zu lassen. Und habe dann an dieser Stelle den Stop auf Break-Even nachgezogen. Was passiert ist, ist, dass die Kasse reingekommen ist, der Markt plötzlich doch nochmal abgekippt ist, mich fast punktgenau ausgestoppt hat. Also in solch einem volatilen Marktumfeld es scha zu schaffen, punktgenau ausgestoppt zu werden, das ist echt eine Kunst. Ich im Nachgang kann das definitiv als Pech bezeichnen, denn der Markt kann auch locker entweder nochmal komplett abrauschen und mich dann voll ausstoppen. Dann habe ich zum Beispiel 130 Punkte besser abgeschnitten als die Basisstrategie. Es kann auch sein, dass der Markt 20 Punkte vorher schon wieder aufzieht und dann in meine Richtung läuft. Es ist, wie gesagt, so gewesen, dass ich eben dann punktgenau ausgestoppt worden bin und dann der Markt eben diese monströse Rallye hier hingelegt hat. Man kann sich auch vorstellen, dass das emotional mit einem etwas macht. Ich hatte bis dato gut verdient, weil ich am Montag zum Beispiel auch hier short war. Das heißt also auf diesen Trade auch Profit generiert habe. Nichtsdestotrotz, wenn du dann hier an dieser Stelle entsprechend liegen lässt und auch schon am Vortag hast liegen lassen, denn da sieht man auch 400 Punkte. Ich hatte eine Short-Position, die ist ausgestoppt worden, um den Abend dann hinein diesen Flash-Crash zu sehen, der uns dann im Dow Jones da fast 1000 Punkte in die Tiefe gerissen hat und auch im DAX entsprechend. Also enorme Volatilität. Ich habe dennoch eben positiv abgeschlossen, aber muss mich an der Stelle natürlich fragen, würde ich das, was ich getan habe, wieder tun? Die Antwort, die ich jetzt für mich dann nach entsprechender Nachbetrachtung detaillierter gefunden habe, war ganz klar, ja, ich würde es wieder tun. Denn für mich war es einfach unfassbar schwer zu kalkulieren, wo der Markt eben entsprechend ausreichend Liquidität findet, oder ob wir nicht jederzeit wieder das Risiko haben, hier mit massiver Slippage eventuell auch dann aus Positionen herausgeholt zu werden. So, jetzt unterm Strich ist das natürlich, das sind 2 Tage, die sind sehr imposant. 1000 Punkte mehr oder weniger gut abzuschneiden ist etwas, wo man sagen kann, okay, die musst du erstmal verdienen. Jetzt ist das Interessante, ich mache das aber schon eine ganze Weile offensichtlich. Also das heißt, ich habe auch vor diesem Ereignis im Februar, das ich ganz bewusst übrigens hier mit Rot gekennzeichnet habe, habe ich das interveniert und auch danach. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Und dann beantwortet sich die Frage von Günther eigentlich selbst. Ne? Wenn du eine noch so eine erfolgreiche Strategie hast, darfst du dann kein Bauchgefühl anwenden. Also diese Intervention, die ich hier sehe, das ist im erweiterten Sinne eigentlich ein Bauchgefühl, wenn man das jetzt als Außenstehender betrachtet. Ich selber kann das natürlich erklären, was ich tue, weswegen ich es tue und würde das auch als etwas bezeichnen, was man als Erfahrung sicherlich dann unterm Strich bezeichnen würde. Nichtsdestotrotz ist es so, dass für Außenstehende da an erster Stelle das Thema Bauchgefühl eben tatsächlich dann eine Rolle spielt. Also sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Wir erinnern uns jetzt auch an diese 2 dramatischen Trades dann aus dem Februar entsprechend. Das ist das Gesamtergebnis bis jetzt. Hier steht also 910. Das bedeutet, ich habe im Vergleich zur Basisstrategie, die immer noch profitabel ist, trotzdem unterm Strich und trotz dieses Zwischenfalls, wo ich fast 1000 Punkte habe liegen lassen, immer noch 900 Punkte besser abgeschnitten. Das bedeutet also, ich sollte auf jeden Fall auf mein Bauchgefühl hören, selbst wenn dann solche Tage wie heute auch mal in die Hose gehen. Also ich stehe als nicht besonders, ja, Market Wizard lastig oder wie auch immer da, wenn wir jetzt hier aus dieser Open Range dann zum Beispiel einen Break auf der Oberseite sehen und der Markt diese 104 Punkte läuft. Hier, die wir, im Moment, die habe ich hier gehabt. Diese 104 Punkte läuft, die wir hier als Chance-Risiko-Verhältnis eben als Basis hinlegen. Ja, dann sehe ich erstmal im ersten Moment jetzt nicht besonders klug aus. Aber was ich sagen kann, ist, dass diese Intervention meinerseits unterm Strich ganz offensichtlich
sehr erfolgsversprechend sind. Und die Kapitalkur, und das ist das, worauf ich abziele. Also es geht jetzt nicht nur darum, hier sein Ego zu befriedigen und sowas, sondern ich verfolge damit natürlich ein Ziel. Dieses Intervenieren meinerseits, das zielt darauf ab, dass ich die Kapitalkurve glätte. Also was mir natürlich hier an dieser Stelle jetzt gelingt, ist nicht eventuell Verlustserien komplett auszublenden. Ganz im Gegenteil, ich befinde mich auch aktuell im DAX, das werden wir gleich noch auf das Gesamtkonto, was wir hier traden, sehen. Ich befinde mich definitiv auch in einer nicht besonders optimalen Phase, denn nachdem der Euro-Yen jetzt zum Beispiel im Juli so schlecht performt hat, wo der DAX einigermaßen stabil lief und irgendwie, naja, so noch einen Teil der Verluste hat kompensieren können, ist der Euro-Yen gerade dabei, sich zu fangen und jetzt der DAX eben nicht ganz so optimal. Also das heißt, das kann ich nicht verhindern. Das sind immer solche Phasen. Aber was mir natürlich gelingen kann, ist, dass ich die entstehenden Drawdowns schaffe, abzufedern durch diese Intervention. Das heißt also, ein Drawdown, der entsteht, in der Lage bin, kleiner ausfallen zu lassen, durch eben das Einbeziehen meiner Erfahrung im entsprechenden Trading. Was ich natürlich dann unter am Strich auch wieder bemerkbar macht, denn wenn diese Strategie dann einen richtig guten Lauf hat, und auch das kommt vor, also sonst würde ich sie nicht handeln, dann ist es eben so, dass ich wesentlich weniger Meter machen muss, um wieder in den profitablen Bereich zu kommen, also beziehungsweise nicht profitablen Bereich, sondern in den Profit zu kommen. Also das bedeutet, mit der Strategie dann eben einen Gewinn ausweisen zu können. Und das ist genau das, worauf eben entsprechend dann dieses Trading abzielt. Also was sich gerade vielleicht zu Beginn so ein bisschen, ja, nicht esoterisch zwangsläufig, aber zumindest spannend angehört hat, war, wie das denn aussieht, dass ich das dokumentiere. So kann man sich das vorstellen. So sieht ja, entsprechende Muster aus. Was auch interessant ist, ist übrigens, man kann auch Muster erkennen. Zum Beispiel hier kann man erkennen, kurz nach Beginn, dieses Zeitfenster zum Beispiel hier, weiß ich auch, es sind auch wieder sehr, sehr viele Nullen, die da aufgetreten sind. Und diese ganzen Nullen sind aufgetreten in einem Marktumfeld, welches identisch ist zu jenem Marktumfeld, welches ich aktuell vorfinde. Ein relativ volatiles Marktumfeld, wo die Strategie gefühlt auch nicht besonders gut performt. Also auch diese Strategie braucht starke Bewegung, in Trendrichtung nach Möglichkeit und entsprechendes Momentum. Wenn diese Trends nicht gegeben sind, was man erkennen kann, wenn man einfach nur auf den Chart blickt, also blicken wir mal hier auf den Daily aktuell und schauen wir uns das kurz so an. Wir sehen zwar teilweise trendigere Bewegungen, aber nichtsdestotrotz auch Bewegungen, wo wir zum Beispiel sehr, sehr lange Lunden, sehr, sehr lange Dochte eben vorfinden, die übrigens dann begünstigen, dass man auch mal aus einer Position ausgestoppt wird. Und dieses Marktumfeld als solches, das ist alles andere als optimal. Also bedeutet etwas anders formuliert, es gibt einfach Phasen, es gibt Marktphasen, in denen die Strategie, die Basisstrategie nicht gut performt. Also ich nehme das immer, um das ein bisschen plastischer zu formulieren, aber ich finde einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Oder sehr, 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 sehr gut illustrierend, stark illustrierend. Das Beispiel mit der Eisdiele, die im Sommer einfach mal gut läuft, weil es ist eben Sommer und die Menschen möchten Eis essen, ja, und im Winter funktioniert es eben nicht, weil im Winter will keiner Eis essen. Dann funktionierst du entweder deine Eisdiele zu einem Glühweinstand um, oder aber du hast hoffentlich im Sommer mit deinem ausgeklügelten Finanzplan oder deinem Risikomoney-Management ausreichend Geld verdient, dass du dann in der Lage bist, den Winter entsprechend zu überbrücken finanziell, um dann im Sommer, nächsten Sommer wieder mit deinem Geschäftsmodell entsprechend profitabel am Markt agieren zu können, Eis zu verkaufen. Und das ist im Trading genau das Gleiche. Das ist das, um was es eben an dieser Stelle eben tatsächlich geht. Und wie gesagt, das, was wir eben dann hier sehen, das ist dann die Erfahrung eines vielleicht erfahrenen Eisverkäufers, wo es aktuell ein guter Zulauf und sowas. Das ist eine Markterfahrung, die lernst du einfach mit der Zeit. Und dann hast du die Möglichkeit, deine Kapitalkurve eben entsprechend auf diesem Weg entsprechend zu glätten. So, also das mal so etwas detaillierter, was da eben in meinem Kopf vorgeht, warum ich tue, was ich tue. Viele dieser Dinge. Ich hoffe übrigens, dass ich das schaffe, auch so zu kommunizieren, dass das wirklich in sich stimmig ist oder sinnvoll ist. Falls dem nicht so sein sollte, nutze mal bitte die Möglichkeit, das gerade in die Chatbox auch einzuschreiben, zu sagen, tut mir leid, aber kannst du den Gedanken noch mal ein bisschen besser formulieren oder das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dann würde ich es nochmal reformulieren. Der Grund, warum ich das jetzt sage, hat damit zu tun, dass das für mich aktuell eine super gute Möglichkeit ist, meine Gedanken auch zu ordnen und das einfach mal beschreiben zu müssen, was ich dort tue. Viele der Dinge, die ich in meinem Trading tue, die laufen im Bereich der unbewussten Kompetenz ab. Das heißt, ich mache es einfach. Und ich weiß, dass es funktioniert. Das merkt man
dann aber auch just genau in jenem Moment, wenn man, wie ich dann zum Beispiel darüber sprechen soll und das erklären soll, was man dort getan hat. Das ist ungefähr genauso, wie, ich weiß nicht, als wenn man Michael Schumacher fragen würde, du sag mal, wie ist denn das eigentlich? Was meinst du mit deinem Popometer? Der hatte mal von einem Popometer gesprochen, in Bezug auf das Gespür für die Fahrstrecke. Es gibt ja offensichtlich sehr, sehr erfolgreiche Formel-1-Fahrer, auch welche, also in der heutigen Zeit, na, muss ich sagen, so ein bisschen, ja, ich. Es hat seine Vorteile, wer jetzt das Rennen in Spa zum Beispiel das Wochenende gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, da hätte es den einen oder anderen ziemlich blutigen Zwischenfall gegeben, wenn da so ein Auto wie zu Beginn des Starts da einmal quer über die anderen Autos hinüberschießt. Deswegen ist dieser Sicherheitsstandard, den man da mittlerweile hat, sicherlich sehr, sehr gut. Aber es gab eben auch Zeiten, in denen diese ganzen Technologien eben weniger stark ausgeprägt waren und es wirklich auf die auf das Können der Fahrer ankam, auf das Fahrertalent. Und da gab es ja sehr, sehr dramatische Unterschiede eben tatsächlich. Und Michael Schumacher hat sich zur damaligen Zeit ja wirklich herausragend und präsentiert. Und jetzt ist es dann in diesem Zusammenhang eben so, der wird einem nicht erklären können, was er da gemacht hat. Der hat es einfach gemacht. Ja, also bitte nicht, dass man mich falsch versteht, dass ich mich jetzt hier tradingtechnisch mit einem Formel 1, mit einer Legende wie Schumacher auf eine Stufe stelle, so in Relation ist. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte nur das veranschaulichen. Und das ist eben genau das, was das unglaublich schwierig macht, auch darüber zu sprechen, weil vieles einfach im Bereich der unbewussten Kompetenz abläuft. Viele Dinge, die du tust, tust du, du weißt, dass sie funktionieren. Du hast eine Möglichkeit, durch eine entsprechende Dokumentation das auch ganz klar zu visualisieren, dass es funktioniert. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass du es in der Lage bist, so zu erklären, dass der Gegenüber in der Lage ist, es dann auch so wirklich zu verstehen. Und falls dem so sein sollte, meldet das bitte. Also schreibt das gerne in die Chatbox rein. Und dann können wir da nochmal detaillierter darauf eingehen. Das ist nicht nur zu euren Gunsten, sondern auch zu meinen, weil ich dadurch nochmal die Möglichkeit habe, das wesentlich tiefer nochmal zu beleuchten und eventuell nochmal Verbesserungen für mein Trading auf den Weg zu bringen. So, das also jetzt in diesem Zusammenhang. Wir sehen, der DAX, der hat ja irgendwie so irgendwie seine Schwierigkeiten, jetzt irgendwo gerade Momentum aufzunehmen. Nach einem kurzen Push höher traden wir jetzt tiefer. Hätten jetzt zum Beispiel, wenn wir unterhalb, und wir haben unterhalb dieser Kerze schon bereits geschlossen, in dieser Kerze, bevor dann die nächste grüne Kerze kam, die uns wieder ein Stück weit höher geschoben hat, haben wir unterhalb dieser blaufarbenen Linie getradet. Das heißt übrigens, dass aus der Long Order dann in diesem Moment eine Short Order wird. Also das heißt, wir passen dann unser Setup entsprechend den dann zu identifizierenden Vorteil an, der sagt, traden wir unterhalb der blaufarbenen Linie, traden wir die Short-Seite. Traden wir drüber, ist es die Long-Seite. Jetzt kurz dazu, dann die Frage war ja dann auch, warum sollte man denn jetzt dann vielleicht nicht doch die Short-Seite favorisieren, wenn doch dann so eine Skepsis ist? Das hat damit zu tun, dass die Marktbedingungen das aktuell nicht hergeben. Also zum einen ist die Volatilität weiterhin sehr, sehr niedrig. Die US-Märkte haben neue Allzeithochs markieren können. S&P, Nasdaq ist gestern, glaube ich, das erste Mal über 8.000 Punkte gelaufen. Das spricht alles andere als für schwache Marktvorgaben eben. Und ergänzend hinzu kommt noch diese Kerze, die sich hier herauskristallisiert. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das dann danach eben nach solch einer, nennen wir sie mal Power Candle, sich weiteres bullisches Momentum anschiebt. Aber zumindest mal sind die Chancen klein, dass es zu einer sehr starken Gegenbewegung kommt. Also normalerweise ist es eher dann so ein Tag nach solch einer Candle, nach solch einer langgezogenen roten Kerze. Entweder wir setzen den Trend einfach fort oder aber es kommt zu einer Konsolidierung. Da wir uns insgesamt in einem immer noch aber potenziell bärischen Marktumfeld eigentlich wiederfinden, also bärisch mit ganz klarer, aber neutraler Tendenz, tendiere ich hier ganz klar eher zum neutralen Modus. Und das bedeutet was anderes, dass ich dann tatsächlich eine Konsolidierung auf hohem Niveau erwarte. Ich erwarte nicht zwangsläufig, dass der Markt auf der Oberseite also stark durchstartet, aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich erwarte, dass er zu einer scharfen Korrektur ansetzt, sondern eher, dass er sich choppy seitwärts präsentiert. Und das ist auch das, was wir bis jetzt hier relativ gut erkennen können. Also es fällt sehr, sehr schwer, weiteres Momentum auf der Oberseite zwar aufzunehmen, aber auch auf der Unterseite sind noch ausreichend Käufer offensichtlich hier vorhanden, die in der Lage sind, uns auf einem attraktiven hohen Niveau eben stabilisieren zu lassen. Im Zusammenhang mit unserem Systemtrade wünsche ich mir natürlich den ultimativen Kollaps und den Rutsch auf der Unterseite, das steht außer Frage. Aber für solch ein Setup hier, welches eben einen kurzen, starken Momentum-Push benötigt, also so ein Open-Range-Setup, was ich auf die Haupt, ja, tatsächlich auch Haupthandelszeit tatsächlich so ein bisschen fokussiert, das heißt also im Zeitfenster rund um die Eröffnung abspielt, da brauchen wir einfach eine bestimmte Grundvolatilität und
ein bestimmtes Grundmomentum eben tatsächlich, um dann auch eine realistische Chance zu haben, dass dieses Setup dann entsprechend dieses anzuvisierende Ziel auf der Unterseite abgelaufen wird. Und das ist gerade nicht gegeben. Deswegen würde ich auch von der Shortseite zum Beispiel davon absehen, hier, das ist dann im Grunde nochmal so ein bisschen ein Detail dessen, was mich jetzt gerade auch für die Shortseite so ein bisschen skeptisch werden lässt. So, bevor wir uns dann weiteren Zahlen widmen, möchte ich jetzt erstmal die Strategieparameter für die Strategie vorstellen. Das hat auch damit zu tun, dass wir nämlich gleich dann einen Blick werfen wollen auf einen anderen Markt, nämlich euro-japanischer Yen, wo eine Anpassung der Parameter stattfindet. Nichtsdestotrotz das Setup nach den gleichen Vorgaben getradet wird. Also Open Range Setup hier beinhaltet jetzt einmal niedergeschrieben in objektiver Form und nicht anhand des aktuellen Marktgeschehens, wie gerade eben getan. Erstmal die Identifikation des Vorteils mittels des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis. Ja. Kurz gesprochen, wir handeln drüber, wir handeln long, wir handeln drunter, wir handeln short. Dann ist es so, dass wir natürlich eine Handelsspanne zu definieren haben. Also das heißt in diesem Fall 8 bis 9:05 Uhr. Ich hatte es schon initial mal gesagt, also wir hatten ja auch schon mal so ein Strategiewebinar hier. Kurz noch Blick bitte. Und zwar, dass ich das erklärt habe, ich will es aber an dieser Stelle trotzdem noch mal kurz tun. Wir haben, ich schreibe es auf. So, wir haben folgende Besonderheiten beim DAX. Und zwar wird der DAX in Klammern Xetra gehandelt im Zeitfenster von 09 bis 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und der FDAX gehandelt an der Eurex Terminbörse, wird gehandelt zwischen 08:00 bis 22:00 mitteleuropäischer Zeit. So, wir betrachten uns jetzt hier offensichtlich eine DAX-Indikation. Also es ist aber tatsächlich eigentlich eine FDAX-Indikation, wenn man sich die Handelszeiten eben anschaut, dass es sich aber dennoch um ein OTC-Produkt handelt, zeigt sich zum Beispiel durch die Tatsache, dass man auch einen seitens der Liquiditätsprovider, zum Beispiel von Tickmill jetzt, 24-Stunden-Handel anbietet. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, dass dort auch dann außerhalb eben anhand beispielsweise den Kursen, die von Indizes, die rund um die Uhr getradet werden, in Anführungsstrichen. Ja, wir wollen uns jetzt nicht auf die ganz genauen Kontraktspezifikationen des S&P zum Beispiel oder E-Mini-S&Ps an der Globex fokussieren, aber anhand dessen oder auch dem Nikkei, der wird auch rund um die Uhr getradet, aber der dann auch besonders über Nacht eben als Referenzmarkt herangezogen wird, nach irgendwelchen Vorgaben, die Liquiditätsprovider dann festlegen, dass dann eben ein fortwährendes Pricing stattfinden kann, auch im DAX eben, zu natürlich entsprechenden Konditionen. Denn da ist es so, dass da es keinen Referenzmarkt gibt, der Spread auch entsprechend weiter ist. Aber im Falle der Haupthandelszeit ist es eben hier Xetra DAX beziehungsweise der FDAX, da findet man eben die entsprechenden Konditionen, die auch auf der Webseite von Tickmill zum Beispiel zu sehen sind. Da haben die nämlich hier so eine Box. Ja, da kann man dann hier zum Beispiel sehen, dass der DAX-Spread zum Beispiel bei 0,8 Punkten liegt, was äußerst attraktiv ist übrigens. Also kostengünstig. Das ist aber wiederum ein anderes Thema. Auf Kosten im Zusammenhang mit dem Trading gehen wir mal ein, wenn sich dort die Möglichkeit bietet. Das ist vielleicht besser, weil sonst springen wir jetzt und dann kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen. Dann könnte man den ganzen Tag mit Sicherheit füllen. So, also zurück zu der Handelsspanne. Also 8 bis 9:05 Uhr. Offensichtlich beginnt meine Betrachtung mit Start des FDAX an der Eurex. So viel ist schon mal klar. Aber warum nehme ich jetzt 9:05 Uhr und nicht 9 Uhr, wenn der Xetra-Handel beginnt? Und das hat genau damit zu tun, weil der Xetra-Handel dort beginnt. Das bedeutet nämlich etwas anders. Wenn man in der Nachbetrachtung sich jetzt anschaut, wie sich das Volumen verändert, also auch im FDAX zum Beispiel, aber eben dann auch, wenn man sich das mathematische Konstrukt, also im DAX selber kann man nicht handeln, sondern der besteht, je nachdem, wie die jeweiligen Einzeltitel, die 30 dort gewichtet sind, aus eben diesen 30 größten von der Marktkapitalisierung ausgehenden deutschen Unternehmen. Und man könnte den DAX nur dadurch traden, dass man diesen Korb
entsprechend 1:1 abbildet und die Aktien, die Einzeltitel eben entsprechend ins Portfolio holt. Das ist offensichtlich sehr kostenintensiv, besonders für institutionelle Marktteilnehmer. Die präferieren dann ganz klar, wenn sie den DAX zu traden planen, den FDAX zu traden. Oder wenn sie ein Portfolio von Aktien, was entsprechend gewichtet ist, abzusichern, zu hedgen, dass man dann zum Beispiel sagt, man arbeitet dort mit Terminkontrakt dem FDAX und nicht mit den entsprechenden Put-Optionen oder sonst dergleichen, zum Beispiel, um hier Aktien, bestehende Long-Positionen eben gegen Kursverfälle und so weiter abzusichern. Auf jeden Fall wird man erkennen, dass das Volumen eben um 9 Uhr plötzlich schlagartig ansteigt. Und das bedeutet, oder das ist darauf zurückzuführen, weil einfach diese am Markt interessierten, am DAX interessierten Marktteilnehmer in den Markt hineinströmen und dann entsprechend ihre Orders platzieren, Orders gefüllt werden. Ihre Einschätzung, die sich hat hier offensichtlich im Zeitfenster zwischen 17:30 Uhr bis 9 Uhr morgens, was ja offensichtlich eine lange Zeit ist, hat vielleicht etabliert, Handelssysteme eben entsprechend dann auf den Markt losgelassen werden und so weiter und so weiter und so weiter. Arbitrageure in den Markt kommen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass es hier um 9 Uhr zu einer schlagartigen, zum starken Anstieg des Volumens kommt. Das ist auch ein Indiz dafür, dass dann erratische Kursaufschläge wahrscheinlicher werden, besonders in einem derzeit so dünnen Marktumfeld, in dem sich der DAX hier wiederfindet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal dort diese Kerze anschauen, wir haben jetzt auch schon, beziehungsweise diese Kerze war es hier, wir haben natürlich auch schon in der Vorbörse einiges an Action gesehen, aber man kann eben deutlich erkennen, dass dort dann nochmal ein Schub zusätzlich auf den Weg gebracht wird. Kurz nochmal Blick, ich mache mal kurz Folgendes. Schau mal eben, ob wir so ein klassisches Umfeld vielleicht mal sehen, wo richtig so morgens um 9, auch hier 17:30 Uhr übrigens, das ist dann, wenn die Kasse schließt, was da mal so richtig. Ja, richtig. Es ist nicht dramatisch. Also ich finde jetzt gerade kein Beispiel. Das werde ich dann für das nächste Mal vielleicht mal vorbereiten. Aber dass wir einfach ein bisschen erratische Kursausschläge sehen, dass der Markt eben zum Beispiel hier kurz mal neue Hochs anpiekt. Wir sind dann tatsächlich anschließend, das war am 24., also das war letzte Woche am Freitag, sind wir tatsächlich auf der Oberseite rausgegangen. Aber zunächst einmal war dieser erste Impuls jetzt nicht in der Lage, uns dann nachhaltig weiteres Aufwärtsmomentum auf den Weg zu geben, sondern was wir gesehen haben, war, dass da Käufer zwar reingekommen sind, aber das im ersten Moment erstmal erratisch anmutete. Und dann kam eben etwas später entsprechend der Push auf der Oberseite. Lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir also ein Umfeld haben, in dem zufällige Ausschläge im Kursverlauf zu erwarten sind. Und um diese rauszufiltern, habe ich einfach gesagt, erweitere ich meine Open Range dann von 8 bis 9 auf 8 bis 9:05 Uhr, einfach um diese Marktphase entsprechend hier möglichst herauszubekommen und mit einzubeziehen in das Ausformulieren einer solchen Handelsspanne. Also so kommt dann die 9:05 Uhr zustande. Und dann ist es so, dass wir in Schritt 3 den Bruch aus der Range in Richtung des in 1 identifizierten Vorteils handeln, Stop über bzw. unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne. Also anders formuliert, wir haben diese Range definiert, kommt der Break auf der Oberseite und wir handeln oberhalb des 50er EMAs, haben wir unseren Trade mit einem Stop unterhalb des Tiefs dieser Handelsspanne, die wir eben hier finden und umgekehrt. Also so wie gerade im Grunde genommen entsprechend beschrieben. Und dann ist es so, dass der Take Profit auf zwei verschiedene Möglichkeiten erfolgen kann. Aktuell ganz klar zu favorisieren, und das ist auch übrigens darauf, wo der Backtest, den ich noch zeigen werde, mit dem Resultat basiert, nämlich, dass wir mit einem festgelegten Take Profit Level arbeiten. Das bietet sich an für Marktumfelde, die einfach nicht schön stark trenden aktuell. Marktumfelde, die ein bestimmtes Momentum haben, eine Grundvolatilität, eine klarere Tendenz auch aufzeigen. Es tritt ja nicht häufig auf, aber wenn es auftritt, dann können diese Trends doch sehr lange laufen. Auch im DAX können die sehr lange laufen. Dann bietet es sich an, mit einem diesem Trendverlauf folgenden Indikator zu folgen, der auch einem ganz klar sagt, wann sich diese Bedingungen eben ändern. Das ist dann der sogenannte Supertrend-Indikator mit einer Aggregation 14, also Periode 14, Multiplier 2618. Den kann man sich als zusätzlichen Indikator für den MetaTrader 4 besorgen übrigens. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt möglich ist, hier den hochzuladen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil das ein besonderes Dateiformat ist. Wer daran Interesse hat, der schicke einfach mal eine, ja, entweder Mail direkt an mich oder eine Mail an Tickmill. Und ich kann euch den einfach zukommen lassen, diesen Indikator. Also ist nichts Besonderes. Da gibt es aber diverse Indikatoren und man weiß ja auch nie, ob die so wirklich irgendwie an Viren verseucht sind oder irgendwie so, was man sich da im Internet runterlädt. Also ich kann euch einen ganz sauberen schicken, den ich auch hier zum Beispiel euch jetzt hier zeigen könnte. Ja, einfach mal dort Indikatoren, sieht man den gleich bereits da unten, da ist der Supertrend. So, und wenn man da draufklickt, kann man hier die Länge, das ist die Periode eingeben und eben hier den
Multiplier. Und wenn man dann auf OK klickt, bumst dann, ja, das ist vielleicht ein bisschen. Moment. Machen wir eins. Punkte müssen ja nicht ganz so dick sein. So, da kann man sich den so drüberlegen. Und jetzt zeige ich das mal ganz kurz, wo wir allerdings so ein bisschen schauen müssen. Haben wir hier überhaupt mal ein Marktumfeld, wo es eine schöne trendige Bewegung gibt? Sowas hier zum Beispiel. Obwohl, es ist nachts, das ist nachts gewesen. Moment. Ein Augenblick. So, jetzt arbeiten wir mal. So, sowas zum Beispiel hier. Das hier zum Beispiel. Also eine schön stark trendige Bewegung, die da stattgefunden hat, die auf den Weg gebracht worden ist. Auch hier zum Beispiel. Ja, da ist dann entsprechend der Bruch. Ich stelle übrigens gerade fest. Ich glaube, das ist noch ein bisschen besseres Beispiel. Hier, da zum Beispiel Ausbruch aus der Open Range, dann stark trendige Bewegung und irgendwo hier unten erfolgt dann der Stop-out. Vorausgesetzt natürlich, wir sind nicht hier zufällig durch diesen kleinen Spike nach oben ausgestoppt worden. Aber alles in allem, also offensichtlich ein Indikator, der in Trendmarktumfelden sehr, sehr gut funktioniert. Und ich nehme jetzt aber wieder raus. Wie gesagt, der Markt ist aktuell alles andere als schön stark trendig. Und deswegen ist auch dieses festgelegte Take-Profit-Level kein großer Zufall. Grafisch kann man sich das so vorstellen. Also ich habe es auch mal hier vorbereitet, wie so ein Verlauf dann aussieht. Open Range festgelegt. Da kennzeichnen diese zwei schwarzen Linien. Da kommt der Break aus der Range. Das ist natürlich ein super gutes Beispiel. Hier wäre der Take-Profit gewesen. Wir sehen aber, der Markt hat offensichtlich eine schön stark trendige Struktur. Vorher vielleicht auch eventuell schon gehabt. Ja, ich habe mir das jetzt so genau gar nicht angeschaut, ehrlich gesprochen, aber wir sehen den Vorteil, den solch ein Gewinnmitnahme-Level nach Supertrend eben nach sich ziehen könnte. Wir sehen, dass wir dort noch einiges an Metern auf der Unterseite dann in dem Fall gemacht haben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Long-Seite. Und so kann man sich den Unterschied dann eben vorstellen. Diese Marktbedingungen, die da auftreten, müssen entsprechend passen. Auch das ist eine Erfahrungskomponente dann übrigens. Ja, also es kann zum Beispiel auch sein, wenn man zurück auf die Basisstrategie kommt, es kann zum Beispiel auch sein, dass wir einen Trade haben und dass ich diesen Trade über Nacht rolle. Also das heißt, ich bin normalerweise eigentlich über Nacht flat, aber wenn die Marktbedingungen entsprechend sind, dann kann es sein, dass ich eine bestehende Long oder auch eine bestehende Short-Position im jeweiligen Marktumfeld einfach offen stehen lasse. Um dann von weiterem Momentum in Richtung meines Trades eben zu profitieren. Auch das kommt ganz selten vor, kann aber natürlich richtig, richtig zu Buche schlagen. Ich muss mal kurz gucken. Also man kann es dann eigentlich schon relativ gut erkennen, dass da einfach irgendwann mal, das sieht man aber auch, dass es nicht oft vorkommt, dass da irgendwann mal ein Profit von über 200 Punkten entstanden ist. Ich weiß, dass er aufgetreten ist, deswegen ich muss nur jetzt mal ein bisschen suchen. Ich einmal offensichtlich drüber gelaufen. Ach so, oh nee, oder? Das könnte auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass ich den auf 2 Tage aufgesplittet habe dann. Nee. Na, da ist er. Da ist doch einer. Hier, sowas zum Beispiel. Da kann man dann sehr, sehr schön erkennen, dass ich offensichtlich eine Position hatte, die ich dann anschließend habe laufen lassen und tatsächlich hat sich danach noch der weitere Trend fortgesetzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Ereignis, weil das nämlich dazu führt, dass ich dann im Grunde genommen doppelt verdiene. Besonders dann, wenn ich für den Tag zum Beispiel long wäre und der Markt sich aber short präsentiert. Also das heißt, ich ja verdoppel den Erwartungswert dann im Grunde genommen. Also oder beziehungsweise ich steigere den Erwartungswert noch einmal. Das sind nochmal, das hat man jetzt hier gerade sehr, sehr schön gesehen, das sind Marktumfelder, die treffen nicht oft. Treten nicht oft auf, aber sie treten auf. Und das Konzept, was dem zugrunde liegt, ist genau das gleiche, was ich jetzt hier gerade für diese Strategie vorgestellt habe. Es kann sein, dass ich im Marktumfeld aktuell zwar diese Gewinnmitnahme-Level zu favorisieren sind, dass sich das auch relativ klein in den entsprechenden Aufzeichnungen zeigt und auch die Konstellation im Chart entsprechend ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf einen signifikanten Widerstandsbereich zum Beispiel laufen, kann es sein, dass eine bestehende Long-Position vielleicht gehalten werden sollte mit der Idee, dass darüber hinausgehend bei einem Bruch noch stärkeres Aufwärtsmomentum auf den Weg gebracht wird. Und das kann den Erwartungswert noch einmal deutlicher tatsächlich dann verbessern und somit die Profitabilität des Handelsansatzes. So. Jetzt die Frage natürlich, ist dieser Ansatz profitabel? Das Zeitfenster für den Backtest ist ein bisschen suboptimal, weil eigentlich relativ kurz. Wenn man das jetzt aus der Perspektive betrachtet und zum Beispiel ja, also versucht, seinen Handel darauf aufzubauen. Ich persönlich finde es sehr gut, dass das Zeitfenster kleiner ist.
Denn es ist nämlich so, dass ich jemand bin, der darauf pocht, seine Strategie, auch wenn es einfach duplizierbar ist, nicht einfach zu duplizieren, sondern eben zu schauen, dass man hier eben seine eigenen Gedanken mit einfließen lässt. Nichtsdestotrotz diese Strategie aber dennoch nutzt, um ein bestimmtes in Wahrscheinlichkeiten oder ein auf Wahrscheinlichkeiten basierendes Denken eben beginnt, eben zu üben und einzuschleifen, was extrem wichtig ist, um sein Trading dann auf ein mental solides, mentales Gerüst eben zu stellen. Das war der Bereich Trading-Psychologie, den wir dort diesbezüglich ja mal, wo wir das sehr, sehr detailliert eben abgearbeitet haben. Und so, das Ergebnis eben, wie gesagt, für dieses Zeitfenster ist auf jeden Fall sehr imposant, durchaus positiv. Die Trefferquote war jetzt nicht so phänomenal gut, nur 42%, aber dadurch, dass das Auszahlungsverhältnis 1,57 zu 1 war, haben wir dann noch einen positiven Erwartungswert gehabt, der in einer entsprechenden steigenden Kapitalkurve resultiert ist. Und ja, der zeigt, dass diese Basisstrategie in dieser Form einfach profitabel ist. Nochmal, und das ist immer ein gerne gebrachtes Argument dann, auch von jenen, die da skeptisch sind bei dem Open Range Breakout, die dann zum Beispiel sagen, naja, aber Drawdowns sind ja viel zu groß. Okay, ich sehe gerade hier, Elena schreibt es nämlich gerade. Okay, perfekt. Ja, vielen Dank. Also Elena schreibt gerade, ja, das Format wird in GoToWebinar nicht unterstützt. E-Mail gerne an elena@tickmail.com, hat sie auch in die Chatbox gestellt und der Indikator leitet sie sehr, sehr gerne weiter. Perfekt. Ergänzen wir uns perfekt. Also sprich, ihr schickt eine E-Mail an Elena und Elena schickt euch dann entsprechend den Indikator eben zu dem Gedanken jetzt hier, den Supertrend-Indikator. Also nochmal zurück zu der Strategie und auch den zu erwartenden Drawdowns. Ich möchte in dem Zusammenhang mal kurz darauf eingehen. Die Möglichkeit hier nutzen. Also, es ist bald soweit. Ja. Mein Buch, das, was ich ja schon häufiger thematisiert habe, Trader, das erscheint am 8.10. Und das, was im Zusammenhang jetzt mit diesem Handelsansatz unglaublich interessant ist, ist das auch, also diese Gedanken, alles, was ich hier, worüber ich spreche, jetzt nicht in der gleichen Art und Weise, aber tatsächlich so thematisiert findet man auch in dem Buch. Es geht um das Erstellen einer profitablen Handelsstrategie, was es dort zu berücksichtigen gilt. Also man kann einfach mal auf die Webseite gehen, das empfehle ich jetzt sowieso. Nicht nur, um sich ein bisschen eine Idee zu verschaffen, worum geht es in dem Buch, sondern auch eventuell, um das Buch vorzubestellen. Das kann man hier auch machen. Über Amazon ist der Link da eingestellt. Aber was viel interessanter ist, ist nämlich, und das war die Grundidee bei dem Schreiben des Buches. Ich dachte mir, es ist immer ganz schön, ein Buch zu haben, aber ich glaube, woran es vielen Büchern heutzutage auch in der Trading-Branche mangelt, ist, dass es nicht wirklich Möglichkeiten gibt, entsprechend das anzuwenden, mal in der Praxis. Das mal vom Auge wirklich sich dann auch zeigen zu lassen und etwas zu haben, mit dem man diese erworbenen Kenntnisse gleich in der Praxis eben arbeiten kann. Und da kommen eben diese Monte Carlo Simulationen hier, kommen da ins Spiel. Und ein gerne gebrachtes Argument, und da schließt sich jetzt der Kreis, ein gerne gebrachtes Argument ist, naja, die Drawdowns, die sind ja relativ hoch bei diesem Open Range Breakout, weil die Strategie verhältnismäßig trivial eben tatsächlich ist. Und es ist nicht nur so, dass die Drawdowns relativ hoch sind, das können wir gleich hier selber sehen, sondern es ist eben auch so, dass es mental unfassbar schwierig ist, diese Strategie zu traden, weil eine Trefferquote von 42% bedeutet, dass ich in mehr als der Hälfte der Fälle schief liege. Und das ist etwas, was mental unfassbar belastend eben ist. Günther schreibt übrigens gerade, DAX jetzt auf neuen Tagestiefs. Also jetzt kommt der Break. Theoretisch würden wir jetzt den Breakout hier auf der Short-Seite traden, weil wir handeln unterhalb des 50er EMAs und wir würden das Setup jetzt entsprechend anpassen. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Es tut mir leid. Also tatsächlich werden die Parameter jetzt so dahingehend geändert, dass wir ein Entry Short haben, da wo der Stop liegt, bei 5,44. Ich mache das mal kurz rot. So. Unser Stop liegt oberhalb des Tageshochs. Das ist da, wo vorher der Entry Long war. Aber die Parameter ändern sich nicht. Das sieht man auch. Das bleibt eben bei den 52 Punkten Risiko. Und entsprechend ist unser Ziel natürlich nach unten anzupassen. 12.700 minus 104. Da landen wir bei 12.000 und. Moment, Verzeihung. Nee, hier natürlich. 12.440. Nee, auch Quatsch. Hier müssen wir auf den Entry Long natürlich gehen. 5,96 minus sind 4,92. So, 4,92. So, das ist richtig. Das CRV bleibt aber entsprechend bestehen. Also das ist das angepasste Szenario, was aber, wie gesagt, meinerseits jetzt aus zwei Gründen nicht getradet wird übrigens. Erster Grund ist jener, ich hatte ihn gerade präsentiert, dass Skepsis angebracht sein darf, ob wir nach diesem Tag gestern wirklich so viel Potenzial für eine starke Korrektur haben.
Klar, wenn jetzt Donald Trump twittert, dass man sich dann mit Kim Jong-un in Nordkorea doch nicht einig ist und parallel dazu ein aggressiver Handelsstreit gegen Europa geführt wird und die Chinesen sowieso so doof sind und nach Maggi stinken, dann ist dann folglich das Resultat natürlich, na klar, kann der DAX dann auch stark unter Druck geraten, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist derzeit sehr gering. Ja, man verzeiht mir bitte die etwas plumpe Formulierung, aber also in diesem Zusammenhang ist es wie gesagt eben so, dass natürlich dann auch starkes Abwärtsmomentum auf den Weg gebracht werden könnte. Dann kommt aber genau Punkt 2 ins Spiel. Was ich vermeiden möchte in diesem Marktumfeld, ist natürlich stark überhebelt auf der Short-Seite unterwegs zu sein. Wir wissen, ich habe hier bereits einen Short laufen, ausgehend von einer anderen Strategie, der Basisstrategie, die ich thematisiert habe. Das heißt, sollte solcher Momentum auf den Weg gebracht werden, dann wäre es natürlich ärgerlich, weil man könnte jetzt mit solch einem Open Range Trade natürlich dann eventuell eine ganze Menge an Punkten verdienen. Das ist, wie gesagt, aber nicht besonders wahrscheinlich, denn dafür müssten dann erstmal entsprechenden News über den Ticker laufen und darauf zu spekulieren ist vielleicht ein oder zweimal im Jahr profitabel, weil es wirklich passiert, aber dann passiert es eben zu selten, um unterm Strich wirklich nachhaltig profitabel zu sein. Also gewinnversprechend, so sollte man es nennen, aber es ist nicht profitabel, so rum sollte man es eben nennen. Und das ist eben jetzt der Grund, weswegen ich hier auch von der Short-Seite eben bei diesem Setup eben erstmal absehe. Also diese diskretionäre Intervention, auch um das so ein bisschen nochmal, wie gesagt, darzulegen und so weiter. Ich hoffe, dass das hier sich dann relativ schön eben dann widerspiegelt. Wir sind auch ins mittlerweile eine zweite Order in den Markt gekommen. Ein Buy-Stop für den Euro-Yen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Den thematisieren wir gleich. Ich kann jetzt auch gleich den könnte ich da doch durchaus mal aufmachen. Was wir erkennen ist, dass wir auch hier eine Range offensichtlich vorfinden, ein anderes Zeitfenster. Wir sehen da oben den H1, das ist die Stunde. Wir sehen auch hier entsprechend violettfarbene Linie oder blaufarbene Linie. Das ist unser EMA 11. Auch hier die Überlegung, die Range ist zwischen 3 bis 10. Wenn wir auf der Oberseite aufbrechen und oberhalb dieser blaufarbenen Linie traden, dann haben wir einen Long Trade. Aktuell ist es offensichtlich so, dass wir oberhalb dieser Kerze hier geschlossen haben. Ja, aber nur oberhalb dieser geschlossen haben. Aktuell sieht es eher danach aus, als wenn wir abkippen. Jetzt aber auch zum Beispiel wieder 50 Minuten warten müssen. Also bis 11 Uhr dann, nämlich auf Stundenbasis werden dann entsprechend die Setups angepasst. Und wenn wir dann unterhalb dieser blaufarbenen Linie schließen, werden wir zum Beispiel eine Short Order in den Markt geben. Ja, also das heißt etwas anders formuliert, auch hier wechselt dann entsprechend dieses Setup. Im Euro-Yen bin ich aber weniger rigoros bezüglich der Range-Breite zum Beispiel, auch deswegen, weil die Range-Breite ausgehend von der Stundenaggregation fast nie eine bestimmte Schwelle unterschreitet. Klar, wenn Weihnachten ist oder Ostern, also wenn dann auch mal die Volatilität an den Devisenmärkten massiv zurückgeht, ja, dann ist das auch eine Option. Aber Status quo ist es eigentlich eher so, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür durch eben diese hohe Zeitebene und die damit verbundene stärkere Volatilität sehr, sehr niedrig ist. Gut, aber zurück, wie gesagt, zum DAX, der sich, wie gesagt, hier müht auf der Unterseite. Auch ein dynamischer Bruch kommt hier derzeit nicht zustande. Mal schauen, ob da überhaupt Abwärtsmomentum auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, kommen wir eben hier nee, Moment, ich war ganz woanders. Wir waren bei den Simulationen. Wir waren bei den Simulationen, Verzeihung. So, und jetzt ist es eben entsprechend so, dass genau diese Simulation, und hier kann man zum Beispiel sein Startkapital eingeben. Also mit welchem Kontokapital beginne ich? Ich gehe jetzt mal von 10.000 Euro aus und dann kann man hier über die Anzahl der Trades kann man eben simulieren, wie viele Trades offensichtlich dann nach einem vorgegebenen Muster, Gewinnchance und Payoff-Ratio und dergleichen getätigt werden sollen. Wir haben in diesem Zeitfenster, das kann man eben hier sehen, in dieser Slide, haben wir 225 Trades für ein Zeitfenster von knapp einem Jahr gemacht. Also das heißt, um wirklich eine aussagekräftige und auch schöne Simulation zu bekommen, würde ich vorschlagen, wir arbeiten hier mal mit 500 Trades und somit einem Zeitintervall von so roundabout 2, 2,5 Jahren ungefähr, plus minus. Gewinnchance, wenn wir es schaffen, diese Parameter zu stabilisieren, 42%. Tendenz geht tatsächlich eher dahin, dass die Trefferquote nach oben wandert, also in den Bereich um die 47 bis 48%. Zeitgleich das Payoff-Ratio eher sich nochmal nach unten orientiert, aber an der Profitabilität sich grundsätzlich des Handelsansatzes nichts ändert. Dann machen wir verschiedene Simulationsdurchläufe, also wie viele verschiedene Kurven möchte ich hier generiert bekommen. Wir arbeiten mal mit 20, das kann man natürlich auch mit 100 machen, aber das Problem ist, dann haben wir hier einen bunten Eimer Knete. Das heißt also, damit wir noch ein bisschen was erkennen können, sollten wir nicht zu viele Kurven eben generieren lassen. Hier ist das Payoff-Ratio. Da können wir 1,57 zu 1 eingeben. Und dann das Risiko von 1% pro Risiko, 1% Risiko pro Trade. Wir klicken auf Simulation starten und dann generiert er uns verschiedene Kapitalverläufe. Wir sehen einen Lauf, da haben wir einen richtig starken Lauf offensichtlich erwischt und das Konto innerhalb dieser nahezu 2,5 Jahre von 10.000 Euro auf
35.000 Euro in der Spitze fast hochgetradet. Also 350% gemacht. Das kommt nicht oft vor. Das ist eher ein statistischer Ausreißer. Der findet auch auf der Unterseite übrigens statt. Also nur weil man das jetzt hier auf der Oberseite sieht, heißt nicht, dass das nicht auf der Unterseite stattfinden kann. Man erkennt auch zum Beispiel hier diese Kapitalkurve zum Beispiel. Da haben wir es trotz 200 Jahren, 200 Jahren, zwei Jahren nach Trading, haben wir es nicht geschafft, uns ins positive Terrain eben entsprechend zu bewegen. Also es kann sein, dass wir hier nach 2 Jahren Trading trotz des positiven Erwartungswertes, den man hier erkennen kann, unter Wasser traden. Ja, also es ist nicht garantiert, dass wir mit unserem Trading ausgehend nur von einem positiven Erwartungswert profitabel sind. Es kann Zeit dauern, es kann sehr, sehr lange dauern. Und das ist übrigens auch dann der Grund, es spiegelt wunderschön diesen Spruch wieder. Wofür braucht man ein ausgeklügeltes Risiko-Money-Management in seinem Trading? Naja, du musst lange genug am Leben bleiben mit deinem Trading und dein Konto kapitalisiert sehen, dass du in der Lage bist, den zu berechnenden Vorteil, den du mit deinem Handel hast, im Trading, der sich auch ganz klar konkret darlegen lässt, um diesen dann auch wirklich sich entfalten zu sehen. Wenn du vor Ablauf dieser Zeit, in der du dann mit deinem Konto das positive Terrain betreten hast, das kann natürlich relativ zügig gehen, aber man sieht eben anhand dieses Beispiels auch, es kann eben auch sein, dass nach 2 Jahren immer noch kein positives Ergebnis sich gezeigt hat, dann ist es eben entsprechend so, dann gilt es eben dran zu bleiben und so lange weiter zu traden, bis das erreicht wird. Das zeigt übrigens parallel auch, wie wichtig zum Beispiel das Aufstellen eines Strategieportfolios ist, dass es nicht gegeben ist. Das ist ein weiterer Aspekt, dass man jeden Monat mit seinem Trading Geld verdient. Es kann Phasen geben, in denen selbst 5 verschiedene gehandelte Strategien kein positives Ergebnis generieren, was wiederum natürlich dann bedeutet, wenn ich plane, mein Trading als Haupteinnahmequelle zu haben, dass ich natürlich mich dann auf solche Phasen einstelle. Oder wieder plastisches Beispiel. Nun, es ist eben nicht immer Sommer, wenn ich Eis verkaufe. Und darauf muss ich mich einstellen. Das gilt im Trading ganz genauso. Und das ist eben genau dann auch mit einer der Gründe, wie gesagt, warum ein ausgeklügeltes Risiko-Money-Management so wichtig ist, um eben mir diese Chance zu geben, dass ich auch lang genug am Markt eben agieren kann, um den positiven Erwartungswert zu generieren. Aber es ist zum Beispiel auch relativ gut illustrierend, warum Trading offensichtlich ein sehr kapitalintensives Unterfangen ist. Anders formuliert, ich werde immer so ein bisschen, naja, nicht skeptisch angeschaut, aber zumindest mal kommt es vor, dass ich gefragt werde, wie viel Geld braucht man denn, um davon gut leben zu können? Wir können jetzt diese Rechnung aufmachen. Ich will das jetzt einfach nur mal als Zahl in den Raum werfen und dann sage ich immer als Antwort, Standardantwort, 1/2 Million wirst du wahrscheinlich brauchen. Und nicht, weil du mit 1/2 Million dann entsprechend planst zu traden, sondern weil du auch davon natürlich dann leben muss, eine Familie ernähren muss und dergleichen. Und auch so ist es natürlich dann entsprechend oder muss gewährleistet sein, dass du auch aus einer Komfortzone traden kannst, die mental extrem wichtig ist beim Trading. Wenn du die ganze Zeit die Gedanken darüber machst, wie schaffe ich es am Ende des Monats, meine Miete zu bezahlen, beziehungsweise den Kühlschrank vollzukriegen, dann hast du einfach mal eine potenzielle Blockade in deinem Trading, die negative Auswirkungen auf deinen Handel generell hat. Ja? Und das ist eben durchaus etwas, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte und wo man sich sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen sollte, bevor man den Schritt eben in den, ja, den Schritt in Richtung, ich trade und finanziere damit meinen Lebensunterhalt eben tatsächlich geht. Ich glaube, das wird von vielen unterschätzt tatsächlich. Kommen wir aber zurück jetzt auch zu dem größten maximalen Drawdown, 40%. Also ich habe jetzt eine Simulation aus Dota gemacht. Desto öfter man das macht, desto eher verändern sich hier auch offensichtlich die Kapitalkurven. Der Drawdown bei 1% bleibt aber bei über 30% hier konstant aktuell. Also wie gesagt, jetzt können wir noch diverse Durchläufe machen. Manchmal haben wir Glück, dann landet der Drawdown bei kleiner 20%. Manchmal haben wir Pech, dann sind wir bei über 50%. Was es auf jeden Fall zeigt, ist diese Aussage, es sind große Drawdowns, die lässt sich nicht von der Hand weisen. Die lässt sich hier durch eine einfache Simulation, eine einfache Monte-Carlo-Simulation, lässt sich das sehr, sehr gut illustrieren. So, was bedeutet das im Umkehrschluss? Na, das bedeutet etwas anders formuliert, dass man Anpassungen vornehmen muss, zum Beispiel oder ganz besonders das Risiko pro Trade zu reduzieren. Wenn ich zum Beispiel für mich feststelle, dass meine maximale Verlustschwelle oder das, was ich bereit bin, maximal als Drawdown in meinem Trading zu akzeptieren, bei sagen wir 25% liegt, also ich habe 100.000 Euro oder bleiben wir mit 10.000 Euro Kante und ich sage, nach 2.500 Euro ist erstmal Ende und ich muss mich erstmal wieder sammeln und mir die Frage stellen, was ist da schiefgelaufen, dann bedeutet das etwas anders formuliert, dann ist 1% Risiko mit dieser Strategie absolut inadäquat. Denn ich habe hier schon mit 2 Simulationsdurchläufen gezeigt, dass diese Versuchsschwelle auf jeden Fall gerissen wird. Dann halbieren wir einfach mal diese Kenngröße und lassen die Simulation nochmal durchlaufen.
dann wird es schon eher was. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Gesamtperformance. Also wir sehen jetzt nach 2 Jahren dann keinen Kapitalanstieg mehr hier, der uns über eben entsprechend 20.000 Euro führt und eine Verdoppelung des Kontos nach sich zieht. Wir haben jetzt hier einmal immer noch eine super, super gute Performance von 60%. Also maximal übrigens. Die Durchschnittsperformance, die kann man mit dieser weißfarbenen Linie dann erkennen. Die Durchschnittsperformance liegt bei 22,2%. Auch das ist immer noch weit über dem, was ich mit einer oder gegenüber einer Sparanlage bei einer Bank erwarten darf. Dass es positiv endet, ist nicht gesagt. Es kann durchaus sein, dass wir auch hier nach 2 Jahren, nachdem wir lange, lange Zeit unter Wasser waren, uns in dem Bereich um plus minus null bewegt haben und folglich dann weiter konsequent diesen Handelsansatz verfolgen müssen. Aber was man hier ganz besonders erkennen kann, und da wollen wir jetzt diesen Kreis mal schließen und uns dann im Euro-Yen widmen, was man hier sehr, sehr schön erkennen kann, ist offensichtlich, dass es diverse Möglichkeiten gibt, sich sehr schön zu visualisieren, wie ein Trading, also ein längerfristiges Ablaufen eines Tradingplans ausschauen kann, in kapitalkurventechnischer Hinsicht. Und in dieser Konstellation ist es dann eben so, dass diese Lehrinhalte, diese Inhalte, die in dem Buch dann meinerseits präsentiert werden, natürlich auf ein ganz anderes Fundament fallen, wenn ich in der Lage bin, das sofort mal in der Praxis anzuwenden und damit mal zu schauen, wie kann das denn dann eigentlich ausschauen? Was darf ich denn erwarten? So eine Erwartung zu formulieren, ist exorbitant wichtig, in meinen Augen jedenfalls. Und sie muss vor allem aber realistisch sein. Erwartungen generell sind eigentlich etwas, das hat beim Trading nicht besonders viel zu suchen, in Anführungsstrichen, weil sie meistens überzogen sind und damit das Potenzial beinhalten, für Frustration zu sorgen. Und Frustration wiederum hat negative, potenziell negative Auswirkungen auf eben mein gesamtes Tun. Das bedeutet also etwas anders formuliert, meine Erwartung muss realistisch sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn eine realistische Erwartung formulieren in solch einem abstrakten Themengebiet, wie es Trading einfach mal ist. Und genau da ist dann eben jener Punkt, wo ich sage, so eine Monte-Carlo-Simulation, auch wenn sie natürlich mit Daten aus der Vergangenheit arbeitet, aber wenn es mir gelingt, diese zu stabilisieren, Trefferquote, Payoff-Ratio, dann habe ich eine erste sehr, sehr gute Möglichkeit, hier entsprechend dann dort Fuß zu fassen und diese Erwartungshaltung eben zu formulieren. So, jetzt widmen wir uns dem euro-japanischen Yen. Obwohl ich eigentlich ja schon alles gesagt habe, viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Denn auch hier laufen wir diese 3 Schritte durch und fertig. Ich definiere die Open Range oder die Asia Range, kurzen Augenblick. Da kommen wir gleich übrigens drauf. Ich habe ein bisschen was vorbereitet mit Mean Reversion und Co. Wollen wir? Nee, wir lassen die mal stehen. Euro, Yen, Asia, Breakout nennen wir das mal. Ich gehe mal auf eine zweite Seite. So. Also, das Setup, die Asia Range definieren wir zwischen 0300 bis 10:00 Uhr. Filter. Zeitebene, Stunde, Filter, EMA 11. Kurz nochmal drüber, Long, drunter, Short. Und dann machen wir Folgendes. Wir formulieren unser Setup. In dem Fall ist es ein Entry Long, weil wir wissen, dass wir oberhalb dieser Linie traden. Wir haben hier das Hoch der Spanne. Übrigens die Order, ich hab gerade gesehen, die ist nicht automatisch eingeflossen. Das hat damit zu tun, weil ich im Hintergrund eine AR laufen habe über einen VPS und der spielt die automatisch ein, diese Order. Also der ist vollautomatisiert an dieser Stelle. Da sieht man auch die Automatisierung in meinem Trading. Also mein Trading ist tatsächlich vollautomatisiert, allerdings eben mit dieser diskretionären Komponente, die ich mit einfließen lasse, zwecks Optimierung des Erwartungswertes, um dann das zu erreichen. Wie gesagt, diese Aufstellung, ob ich im Vergleich zur Basisstrategie besser oder schlechter abschneide. Und so, also wo ist der Entry Long? Entry Long ist hier bei 130,047, also wir runden das mal auf 0,5. Nee, Verzeihung, ist der falsche. Hier, brauchen wir. 130,05. Der Stop wird unterhalb des Tiefs platziert aktuell, weil wir eben oberhalb dieser. Das ist EMA 11 Traden. Den sehen wir da. 129,05.
70-6, also machen wir auch rund 7-1. 129-7-1. Damit können wir ein Risiko definieren. Das beträgt an dieser Stelle 35, 34 Pips. Und jetzt auch hier statistische Herangehensweise. Wir arbeiten mit einem über einen langen Zeitraum optimalen Erwartungswert versprechenden Verhältnis hinsichtlich des Chance-Risiko-Verhältnisses. Und dieses beträgt 1,7. Anders als hier beim DAX. Da haben wir mit 2 zu 1 gearbeitet. Das CRV, mit dem wir arbeiten, das kann ich hier jetzt schon mal hinschreiben, ist 1,7 zu 1. 1,7 zu 1. So, und dann machen wir Folgendes. Auch hier setze ich jetzt mal kurz noch ein Komma hin. Denn wir rechnen das so aus. Also auch hier sieht man, ich orientiere mich nicht an irgendwelchen charttechnischen Gegebenheiten oder sonst dergleichen. Zunächst einmal, das kann sich natürlich dann im Laufe des Handelstages ändern, wenn ich sehe, wir laufen in einen starken Widerstandsbereich zum Beispiel oder der Markt nimmt kein Momentum auf, macht es jetzt vielleicht Sinn, ja, macht es vielleicht Sinn, an der Stelle vielleicht Gewinn-Trades hier schon zu, Verlust-Trades eben zu reduzieren, über ein Scale-Out zu agieren und dergleichen und so weiter. Das hat aber nichts mit der Basisstrategie zu tun. So, und wir können dann eben hier entsprechend unser Ziel formulieren auf der Oberseite. Da sehen wir 130,05 Long, schlagen wir also oben drauf, dann landen wir bei 130,63. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob das auch hier so der Fall ist. Da ist es. Also es ist jetzt nicht ganz genau 103, es ist nicht ganz genau die 63. Warum ist es nicht ganz genau die 63? Das hat damit zu tun, weil ich hier zum Beispiel ja geschummelt habe bei den 0,3 Pips. Also ich habe die Pipette abgeschnitten und habe den aufgerundet nach oben, habe den hier auch aufgerundet nach oben und dadurch verzerrt das natürlich jetzt. Aber wir sehen, ganz offensichtlich hat der EA genau diese Order so in den Markt gegeben, wie wir es brauchen. Und damit ist dieses Setup dann ganz klar formuliert. Auch hier sieht man jetzt wieder, wie unfassbar langweilig Trading tatsächlich ist. Also alle diejenigen, welchen, die jetzt gedacht haben oder die generell vielleicht auch mit der Erwartungshaltung, sind wir wieder bei Erwartung, zu solchen Live-Tradings gehen und sich denken, wow, jetzt geht's richtig rund und da ist dann Adrenalin pur und Stress und Schweiß und Nervenkitzel. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der so tradet und auch der diese Suggestion aufrechterhält. Aber ich kann aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung sagen, von vielen mir bekannten profitablen Tradern, ausgehend von der Tatsache, dass es nicht besonders viele profitable Trader gibt, ist das also sicherlich jetzt kein riesengroßer Korb, den ich da vorweisen könnte. Aber es sind zumindest mal einige, die definitiv wissen, wovon sie sprechen. Da ist das Interessante eben, dass alle diejenigen, welchen, die ich kenne, Trading als wirklich etwas komplett Langweiliges eben beschreiben. Und das hat damit zu tun, weil du einfach eine Strategie hast, du hast dein Setup und dieses Setup wird einfach abgefahren. Und das war's. Du hast in dem Fall nichts weiter zu tun, als jetzt die Order in den Markt zu geben. Und selbst das habe ich jetzt ja nicht automatisch oder selbst diskretionär getan, sondern das wird über einen Automaten gemacht. Das, was mich im Grunde genommen dann jetzt fordert, ist zu versuchen, den positiven Erwartungswert dieser Strategie eben noch positiver zu gestalten. Wo ich allerdings sagen muss, Euro-Yen Asia Breakout, der hat einen sehr positiven Erwartungswert. Also das ist schon super attraktiv, schon alleine in der Basisversion. So, und ja. Folglich ist dann im Grunde genommen der Weg hier an der Stelle geebnet zu einer folgenden Slide, die ich gerne nochmal zeigen wollen würde. Also das ist nochmal das Setup für den DAX. Ich möchte eine ganz was anderes zeigen, nämlich das hier. Einfach nachrennen, plötzlich erfolgreicher Trader. Und zwar ist es so, dass ich nicht denke, dass das so einfach ist. Ganz initial sah man mich einen Chart zeigen im DAX Daily, war es. Auch jetzt übrigens wieder, wir müssen gleich eventuell dieses Setup anpassen. Das müssen wir mal abwarten, ob wir jetzt unterhalb dann hier dieses 11er EMAs eben entsprechend schließen. Das werden wir tatsächlich nicht mehr hier aktuell sehen. Also vielleicht, wenn wir 2 Minuten überziehen, dann wird man automatisch eine Anpassung sehen. Die wird dann hier sofort abgebildet. Aber ja, mal schauen wir mal. Ich bin mal positiv. Ich bin mal positiv, dass diese Anpassung noch stattfindet. Aber wir wollen kurz nochmal zurückgehen auf den DAX. Und ich möchte in dem Zusammenhang hier nochmal eben den DNC zeigen. Auch das ist ein Indikator. Wer da Interesse dran hat, der kann wieder die E-Mail an Elena schicken. Und dann kann dieser entsprechend hier zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Basis des sogenannten Turtle Trader Ansatzes.
So, wir arbeiten allerdings jetzt hier, Moment, nicht mit dieser mittleren Linie, sondern ich möchte nur das Hoch und Tief angezeigt bekommen. So, und jetzt ist dieser Handelsansatz ein relativ trivialer. Der sagt einfach, guck dir an, wo ist das Hoch, das Tief der letzten 20 Tage. Und sobald wir ein neues 20-Tages-Hoch oder 20-Tages-Tief markieren, trade den Markt long. Stop ist an der Stelle jetzt erstmal irrelevant. Da orientieren wir uns ein bisschen an der Volatilität und dergleichen. Da kommt dann diese mittlere Linie mit auch ins Spiel bei einigen Ansätzen. Was uns jetzt einfach interessieren möchte, ist, ich habe jetzt gerade im Grunde die Formel der Turtle Traders offengelegt. Es ist ein Marktansatz, der in Trendmärkten super gut funktioniert. Ja, das wird man, mal schauen, ich mal ein bisschen hier rauszoome, sehr schön erkennen können. Ich hatte dieses Beispiel mal genommen, das war Oktober, beziehungsweise hier der 9. November, das war die Wahl Donald Trumps. Wir haben keine tieferen Tiefs markiert. Ja, also die Kerze fängt zwar relativ tief an, aber hier ist nie ein Trigger auf der Unterseite hat dann stattgefunden, sofern ich mich jetzt entsinnen kann. Und dann kam der Breakout auf der Oberseite. So. Und dieser wurde so lange gehandelt, bis dann entsprechend der Stop getriggert wurde. Wenn man jetzt mit dem Stop arbeitet, nicht ausgehend von dieser mittleren Linie, die übrigens jetzt hier nicht eingezeichnet ist, die wäre schwarz, also diese rotfarbene Linie ist ein Exponential Moving Average, ist ein gleitender Durchschnitt, dann ist es so, dass wir diese Position so lange halten, bis der Markt irgendwann, nämlich hier, und das war dann in der Mitte des Jahres 2017, also der Trade wurde gehalten über 7, 8 Monate, dass wir dann hier ein neues 20-Tages-Tief markiert haben und dort ausgestoppt worden sind. Also heißt, etwas anders formuliert, dieser Breakout, den wir hier long getradet haben, der wurde so lange gehandelt, bis wir eben hier ausgestoppt worden sind. Das waren über 1000 Punkte Profit, die man auf einen DAX dann entsprechend gemacht hat. Eine ganz triviale Handelsstrategie. Nichtsdestotrotz wissen wir mittlerweile, dass von den Turtle Tradern die wenigsten erfolgreich waren. Die meisten haben es nicht geschafft, profitabel zu sein. Und das hat primär mentale Gründe gehabt. Sie haben einfach diesem Handelsansatz nicht vertrauen können. Es kam zu oft dann zum Beispiel auch in dem Bereich hier, Bereich beim Einstieg in die Position, so die Überlegung, dass man gesagt hat, na ja, der Markt ist schon so weit gelaufen, soll ich den da wirklich noch long handeln? Oder der Markt ist schon so weit gefallen, soll ich den wirklich noch long handeln? In dem Fall hätte man auch selbst noch hier rund um Weihnachten Einstieg wählen können und hätte immer noch ein profitables Ergebnis gehabt. Also manchmal, und in die 70er, 80er Jahre waren dafür bekannt, besonders im Commodities-Bereich, also sowohl Soft- als auch Hard-Commodities, also Zucker als Soft-Commodity zum Beispiel, oder Öl, oder beziehungsweise dann Hard-Commodities. Ja, Öl, glaube ich, kann man, oder sollte man als Hard Commodity bezeichnen. Gold beispielsweise auch als Edelmetall. Da gab es sehr starke Trendmärkte. Und so, die waren im Grunde genommen, war das eigentlich, ich nenne sie jetzt mal ganz abwertend, Idiotenmärkte. Also du konntest im Grunde genommen einfach nur kaufen und du hast, wenn du es einigermaßen solide mit einer vernünftigen und passablen Trendfolgenstrategie gehandelt hast, konntest du eigentlich fast gar nicht verlieren. Es ging gar nicht. Und nichtsdestotrotz gab es eben unter diesen Turtle Tradern nur wenige, die erfolgreich waren. Und das ist das perfekte Beispiel, um zu illustrieren, wie schwierig es ist, eine Handelsstrategie einfach nur zu übernehmen, zu kopieren und zu glauben, dass das der Weg dann zu profitablem Trading eben tatsächlich ist. DAX nimmt jetzt ein bisschen Zug auf der Unterseite auf übrigens. Also nicht zu unseren Ungunsten. Wie gesagt, wir haben ja die Short-Position hier. Ja. Ich lasse mich gerne positiv überraschen für den Trade hier, für diesen bestehenden Trade. So, zurück aber zu der Slide. Also, dann stellt sich immer die Frage, also, wie schaffe ich es, hier einen Mehrwert aus solch einem Live-Trading dann für mich zu ziehen? Ja, wie soll ich das dann verstehen? Dann bringt es doch nichts. Also, ich meine, dann haben wir uns die Strategie jetzt angeschaut. Okay, wir können dann vielleicht auch hier den Prozess, eine solche Strategie zu erstellen und dergleichen, könnten wir mal durchlaufen. Und dann könnte ich das alles selber machen. Aber alles in allem habe ich doch keinen Mehrwert. Und da wiederum würde ich sagen, da würde ich widersprechen wollen, weil tatsächlich bietet solch ein Event hier oder auch das Betrachten einer solchen Strategie oder diverser Strategien auch einen enormen Vorteil fürs Trading, denn er erhöht die Chance, dass man einen eben in Wahrscheinlichkeit oder auf Wahrscheinlichkeit basierenden Denkprozess anstößt, der einen dann auf ein so mental solides Fundament stellt, dass man in der Lage ist, sein Trading eben zu professionalisieren und das auf jede andere Handelsstrategie anzuwenden. Was ich damit meine,
ist dieses, wie gesagt, Anwenden einer solchen Strategie erstmal als Basisstrategie, um das dann mit den persönlichen Präferenzen zum Beispiel anzupassen. Ja, also zum Beispiel mit Widerständen zu arbeiten, der eine oder andere arbeitet mit Pivots, der andere arbeitet vielleicht mit Fibonaccis, was auch immer. Also man muss natürlich etwas für sich finden, was zu einem passt und was dann nicht dazu führt, dass, wenn man das auf diese Basisstrategie anwendet, plötzlich aus der profitablen Basisstrategie eine unprofitable werden lässt. Aber solche Möglichkeiten bestehen auf jeden Fall. So, das heißt also, ich erhöhe durch ein Handeln an solchen Basisstrategie schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Trading insgesamt langfristig profitabel agiere. Was aber vielleicht noch viel besser ist, und da sind wir jetzt dann nämlich bei diesem Denkprozess, dass man nämlich solch eine Strategie nutzt, um einen Ablaufplan zu formulieren, einen Trading-Prozess kennenzulernen. Das heißt also, den Prozess, den ein professioneller, profitabler Trader durchläuft. Denn das, was wir natürlich sehen, das ist ja in vielen Bereichen, ist das entsprechend so, wenn man sich jetzt auch, weiß ich nicht, Sportler anschaut oder so, oder ja, nehmen wir mal Bodybuilder oder generell Fitness Gurus, ja, Fitness-Gurus, weiß nicht, ob man sie nennen kann, wo man dann sagt, boah, guck mal, ja, Mann, wie fit der ist. Na, so würde ich auch gerne aussehen. Das wäre doch was, so, da würde ich mich, weiß ich nicht, besser fühlen, warum auch immer man so aussehen möchte. Man möchte es einfach. Und was dabei immer so ein bisschen ignoriert wird, ist, wie viel Arbeit da tatsächlich drin steckt. Und diese Arbeit sind die wenigsten bereit, wirklich da hineinzustecken, diese Disziplin, sich ganz besonders zum Beispiel an Ernährungspläne zu halten, ja, konsequent zum Sport zu gehen, dreimal, viermal, fünfmal, wie auch immer der Trainingsplan ausschaut, die Woche, das eben in Einklang zu bringen und zum Beispiel auch generell einen gesunden Lebensstil anzustreben, zu sagen, ich gehe früh ins Bett, ich schlafe mich aus, das ist gesund, das fördert mein nicht nur Wohlbefinden, sondern auch generell die Art und Weise, wie mein Körper eben in der Lage ist zu performen. Alles solche Sachen. Das ist beim Trading ja nicht anders. Denn beim Trading ist es eben dann auch dieser, nicht nur das Formulieren der Strategie, sondern auch das Abarbeiten dieses Plans immer wieder, immer wieder, immer wieder und sich an diese Regeln festhalten, ganz diszipliniert zu sein. Und also was dann nach außen hin eben viele sehen, ist der Erfolg, den derjenige welche hat, aber wie viel Arbeit da drin steckt, das geht meistens oder ja, geht meistens unter. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Und jetzt ist es eben entsprechend so, hier dieses Konzept, das findet sich in nicht ganz so konkreter Form, sondern in Fließtextform findet sich das wieder in einem Buch von Mark Douglas. Das ist einer der Urväter der Trading-Psychologie. Also die Psychologie gibt es. Es gibt nicht die Trading-Psychologie, aber man kann viele psychologische Erkenntnisse natürlich auf den Bereich Trading anwenden. Und Mark Douglas war diesbezüglich einer der absoluten Pioniere diesbezüglich. Bedauerlicherweise ist er vor kurzem verstorben. Das heißt also, ja, es ist, seinen Ausführungen wird man in Seminar- und Webinarform nicht mehr folgen können. Aber sein Buch zum Beispiel, Trading in the Zone, ist eins der absoluten Must-Reads in meinen Augen. Das einzige Problem ist, dass ich nur von einer englischen Fassung dieses Buchs weiß. Ich weiß, dass ein Buch im Finanzbuchverlag erschienen ist, das von ihm übersetzt worden ist, ist aber nicht Trading in the Zone. Eventuell gibt es so draußen irgendwo ein Exemplar. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Wie gesagt, was es hier geht, ist, wie kann man sein Trading, seine Strategie eben ausgehend von diesen Erkenntnissen, auch aus diesem Buch, wie die Douglas dort beschreibt, eben verbessern. Und dieser Ablaufplan, den kann man sich eben wie folgt vorstellen, dass man eben jetzt zum Beispiel diese Strategie nutzt, ja, unabhängig auch von Betrachtung mit Drawdowns und dergleichen. Das sind Komponenten, die kann ich früher oder später mal optimieren, wenn ich die Basis habe, wenn ich den Denkprozess eines profitablen, professionellen Traders verinnerlicht habe. Dass ich dann sage, ich habe jetzt ein Demokonto und ich trade diese Strategie einfach mal. Und sie ist ja einfach duplizierbar. Also jetzt in Bezug auf zum Beispiel den DAX angewandt, das sind drei Schritte. Ja, ich definiere meine Open Range zwischen 8 bis 9:05 Uhr. Ich habe meinen Filter auf dem 5-Minuten-Chart, 50er EMA, 5 Minuten. Das heißt also, handeln wir drüber, handle ich Breakouts auf der Long-Seite, handle wir drunter, handle ich Breakouts auf der Short-Seite, fertig. Vorgegebenes Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Stop liegt ober- oder unterhalb der Range, die ich da definiert habe. Das ist ein Risiko von x Punkten. 2 mal x ist dann entsprechend mein Ziel, was ich anvisiere, fertig. Lässt sich tatsächlich sogar programmieren, ganz, ganz zügig. Auch im MT4 über einen Expert Advisor beispielsweise, dass dieses System das automatisch macht. Wobei ich empfehlen würde, wenn man beginnt mit dem Trading, sollte man das nicht tun. Denn es ist, also für mich jedenfalls, unglaublich mehrwertbringend, wenn ich das alles händisch selber eintippe und diesen Prozess dann wirklich auch aktiv begleite und nicht durch einen Computer abarbeiten lasse. Auch dazu eine kleine Geschichte von jemandem, den ich als Mentee hatte. Also das bedeutet, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du mir Trading beibringst als Coach. Und
Wir sind dann früher oder später natürlich irgendwann auch im Bereich gewesen, Trading Journal. Und ich habe dann gesagt, für mich bietet es sich an, und das ist das, was ich vielen auch empfehle, dieses händisch zu pflegen. Also anders formuliert, was ihr hier seht, was ich gerade gezeigt habe, diese Trades, das ist das, was ich gerade eben hier parallel aus meinem Trading Journal rauskopiert habe. Ja? Und das fülle ich selber ein, füge ich selber ein. Basisstrategie, Differenz, übrigens hier, das Ergebnis, das rechne ich dann noch selber aus, auch für mich ganz alleine. Das wird der eine oder andere sagen, das kann man doch sicherlich automatisieren. Das kann man mit Sicherheit automatisieren. Aber ich will es gar nicht automatisieren. Denn ich habe in diesem Zusammenhang eine Routine entwickelt, die mich jeden Abend abschließend zwingt, mich nochmal an den Rechner zu setzen. Das ist dann gegen 10 Uhr abends, wenn der FDAX geschlossen hat, mich hinzusetzen und das genau zu dokumentieren. Den Trading-Tag mehr oder minder abzuschließen. Das sorgt auch dafür, dass ich unfassbar gut und tief schlafen kann. Sofern das jetzt möglich ist mit zwei Kindern und so. Aber gut, also Fakt ist auf jeden Fall, das ist etwas, was den Tag beendet. Ja? Nicht, dass ich danach nicht noch eine Nachbetrachtung mache, natürlich ist das nötig, aber das ist eine Routine, die man nicht unterschätzen sollte, die man einschleifen sollte und die einem eine unglaubliche, solide, mentale Grundbasis gibt, im Grunde genommen, auf der man sein Handeln aufbauen kann. Und diese Dokumentation im Trading Journal, kommen wir zurück zu dem Menti, der sagte halt, na, ich brauche das alles gar nicht aufschreiben, ich habe das ja hier in meiner Plattform alles automatisiert. Das ist auch eine super coole Sache. Der MetaTrader macht das, er hatte damals den Agena Trader, den hat er genutzt. Der Ninja Trader macht das, da gibt es diverse Plattformen, alle, die machen das alles automatisiert. Ich glaube, dass das hinderlich ist, wenn man langfristig den Weg zur Profitabilität im Trading anstrebt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zwangsläufig nötig ist, das händisch abzuarbeiten. Aber das sage ich deswegen, weil es für mich eben sich so gut dargestellt hat und als so langfristig erfolgsversprechend eben tatsächlich. Jetzt neben der Tatsache, ein Trading Journal zu führen. Und ich konnte ihn, ich weiß nicht mittlerweile, ob er es macht oder nicht, ich konnte ihn aber nur schwer davon überzeugen. Also das bedeutet etwas anders, es ist nicht schlecht, dann von den tollen Vorteilen, die der technologische Fortschritt uns bietet, sich zu lösen und back to the roots zu gehen und zu sagen, ich nehme hier meinen eigenen kleinen Zettel und schreibe das alles auf oder meine Excel-File von mir aus und dokumentiere das eben händisch, rechne die Differenz eben entsprechend aus und dergleichen, um dann eben hier ja, ein nochmal Eindringen in das, was ich getan habe, zu bekommen und einen Abschluss für den Tag zum Beispiel eben zu erreichen. So. Dann ist es so, wir dokumentieren also in unserem Trading Journal, nachdem wir das, also wie gesagt, getradet haben, das Setup, ja, Gewinner, Verlierer, das wird entsprechend dokumentiert. Also wir optimieren übrigens hier in diesem Ablauf noch nicht den Erwartungswert. Das, was ich jetzt gerade eben, woran ich es gezeigt habe, war nur, um uns zu illustrieren, dass ich das händisch wirklich mache. Und wir arbeiten einfach nur erstmal dieses Setup ab. Ja, so. Und dann kommt die Nachbetrachtung. Wir müssen uns dann mit Komponenten auseinandersetzen, wie zum Beispiel, wie ist denn unsere Trefferquote? Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, das nach einem Trade zu machen. Wenn der Gewinner war, dann haben wir eine 100% Trefferquote. Wenn es Verlust war, war es eine 0%ige Trefferquote. Sondern wir arbeiten erstmal diese 20 Demo-Trades durch. Das, wie gesagt, wenn man das jetzt auf den DAX Open Range anwendet, dann ist es so, dass wir hier von ungefähr einem Monat sprechen. Also ich habe im Grunde genommen, nach einem Monat macht man so eine Zäsur. So, wir dokumentieren die Trefferverlustquote. Wir dokumentieren das Payoff-Ratio. Was ist das Payoff-Ratio? Das ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, was das ist. Das ist zum Beispiel etwas, ich habe jetzt schon zwei Mails bekommen, die mal fragten, so was behandle ich denn in meinem Buch, was jetzt in anderen Büchern noch nicht erschienen ist. Ich glaube, davon nicht besonders viel, aber wodurch sich mein Buch abhebt, ist zum einen die Struktur. Also das heißt, dieses Ablaufen dieser diversen Säulen profitablen Tradings und zum anderen auch die Tiefe, mit der ich diese jeweiligen Themengebiete abarbeite. Ich glaube, dass wenige da draußen wissen, auch Coaches vielleicht, was Profitabilität im Trading überhaupt bedeutet. Also profitabel, ich bin nicht profitabel im Trading, nur weil ich einen Tag oder eine Woche oder auch vielleicht mal einen Monat oder auch ein Jahr ein positives Ergebnis generiert habe. Profitabilität im Trading ist ja ganz klar definiert über das Handeln mit einem positiven Erwartungswert. Und das sind zum Beispiel solche Betrachtungen in Tiefe, die ich in diesem Buch dann abdecke. Und so, über dieses tiefgehende Verständnis ist es mir aber möglich, dann eben eine Nachbetrachtung, Analyse auf den Weg zu bringen. Also zum Beispiel, Trefferquote, Verlustquote dokumentiert. Das ist jetzt nicht so tiefgehend, das ist relativ schnell gemacht. Ich habe 10 Trades, 20, ich habe 10 Trades, 5 Gewinner, 5 Verlierer, 50% Trefferquote. Das kriegt man jetzt gerade eben noch so hin. Aber was man zum Beispiel auch berücksichtigen sollte, ist, gut, wie beeinflusst es meinen Erwartungswert? Den kann ich mich auch immer zum Beispiel genauestens
nach beobachten, wie der sich verändert, mit zunehmender Trefferquote, mit Abnehmertrefferquote, zunehmendem Payoff-Ratio, Abnehmer-Payoff-Ratio und so weiter. Und kann dann mit diesen Komponenten spielen. Und dann ziemlich relativ zügig komme ich in den Bereich des sogenannten Payoff, Entschuldigung, nicht Payoff-Ratios, des Risk of Ruin, also das Risiko, bankrott zu gehen. Dann kann ich zum Beispiel anfangen, hieraus zum Beispiel schon erste Risikoprofile für meine Person zu erstellen, kommen dann leicht in den mentalen Bereich. Was ist eigentlich für mich ein Risiko, was adäquat ist und so weiter? Und schaffe schon auf diesem Weg, durch diese tiefgehende Analyse, ein Gefühl zu entwickeln und ich bin plötzlich weg davon oder relativ zügig weg davon, mir die Frage zu stellen, geht der DAX morgen rauf oder geht er runter? Denn das ist etwas, was vollkommen unerheblich ist für den langfristigen Erfolg im Zusammenhang mit dem Trading, wenn ich eine mentale Basis habe, die darauf abzielt, einen auf Wahrscheinlichkeit basierten Ablaufprozess zu folgen und Trading als solchen zu akzeptieren und dann im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeiten dahingehend zu meinen Gunsten zu beeinflussen, dass unterm Strich nach einem bestimmten Zeitintervall ein positives Ergebnis steht. Also ich mit einem Vorteil handle. So, und dann ist es eben so, dass ich durch das, was ich jetzt gerade schon ein bisschen detaillierter beschrieben habe, eben ganz detailliert auch in der Lage bin, Bereiche für eine Underperformance herauszufiltern. Zum Beispiel stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt ein negatives Ergebnis nach einem Monat habe, dann stellt sich ja die Frage, sag mal, warum? Warum hast du ein negatives Ergebnis für den Monat? War alles im Einklang mit dem System? Dann war es einfach nur ein Monat, der für das System nicht gut war. War es allerdings basierend darauf, dass du gesagt hast, ich habe zwar 20 Trades gemacht, aber bei 10 habe ich die Signale anders umgesetzt, als sie eigentlich im Plan gestanden haben. Dann ist natürlich die Frage, warum hast du es getan? Und du wirst keine vernünftige Antwort finden, außer eine, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du hast einen Fehler gemacht. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, war das Ergebnis, egal ob es positiv oder negativ ist, es kann auch sein, dass das Ergebnis am Ende des Monats positiv ist und ich trotzdem mich nicht an die Signale gehalten habe, war das schlechtes Trading. Und unser Ziel ist gutes Trading. Das heißt, handle den Plan und halte dich auch an diesen Plan. Also halte dich nicht dran, sondern handle ihn, so umgesprochen. Und langfristig ist es eben so, das zeigen dann wiederum Betrachtungen zur Behavioral Economics zum Beispiel, dass natürlich dieses kontinuierliche Abweichen vom Optimum dazu führt, dass wir eine Underperformance sehen werden. Ich möchte ganz kurz ein aktuelles Beispiel geben. Eigentlich perfekt. Ich habe gestern einen Trade gehabt, den ich auf einem anderen Konto übrigens abgewickelt habe. Also das war zum Beispiel nicht dieses Konto, was ich hier trade, sondern ein nochmal privat von mir umgesetztes Handelskonto. Ja, und ich habe dort einen Trade gemacht, der gegen das System war. Und ich habe unterm Strich ein negatives Ergebnis damit generiert. Also das heißt, ich habe einen Verlust gestern erlitten. Das war jetzt schon mal nicht so cool. Aber was noch viel uncooler war, dass wenn ich das System gehandelt hätte, dass das eben tatsächlich ein positives Ergebnis war. Wir reden nicht vom Dramatischen, aber es war auf jeden Fall ausreichend, also in absoluten Euro, Beträgen. Also nicht, dass man jetzt irgendwie versteht, hier, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kilo oder so eingezahlt. Nein, das ist ganz und gar nicht der Fall. Aber es ist unfassbar ärgerlich für mich gewesen. Und hat mich wirklich den ganzen Abend gestern noch beschäftigt, warum ich das getan habe, ob ich es nochmal tun würde, ob das sinnvoll war oder nicht. Und es ist eben etwas, was ich aber nur deswegen weiß, weil ich mein Trading eben genau dokumentiere und weil ich eben einem normalerweise ganz klaren Plan folge an dieser Stelle. Ich wollte, ja, wie sagt man so schön, outsmarten. Also ich wollte das System im Grunde genommen verbessern durch eben mein Können. Mit Glanz und Gloria ist es eben entsprechend schiefgegangen. Und das gilt es für mich natürlich jetzt nicht nur genauestens zu analysieren, sondern in Zukunft abzustellen. Denn es kostet Geld. Es hat gestern Geld gekostet und es wird langfristig Geld kosten. Wenn ich das oft genug mache, dann kann ich damit sicherlich mal eine ganze Monatsperformance verlieren. Also unterm Strich bin ich vielleicht plus minus null für den Monat. Aber wenn ich normalerweise, sagen wir mal, 5R verdiene und ich bin bei plus minus null, fehlen mir die 5R am Ende des Jahres. Und das ist schon nicht unerheblich eben tatsächlich. Also wie gesagt, ist ein R ist eben 1%, aber nichtsdestotrotz 5% am Ende des Jahres mehr oder weniger haben, da würde man in der Hedgefondsbranche im professionellen Bereich schon einiges für tun. Und solche Fehler zu machen, ist wichtig, aber es ist noch viel wichtiger, dann die richtigen Rückschlüsse daraus eben entsprechend zu ziehen und dann eben Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Also zum Beispiel, wie könnte man jetzt eben den sogenannten identifizierten Fehler ausmerzen? Das, was wir gerade beschrieben haben, halte ich einfach an die Regeln. Und wenn die Regel sagt, geh long, geh long. Wenn die sagt, geh short. Fertig. Ja, mehr kann man an dieser Stelle eben nicht tun. Wir haben natürlich jetzt schon ein anderes Level erreicht. Wir handeln nicht mehr nur die Basisstrategie hier während dieses Events, sondern ich habe schon zu Beginn eben meine Erfahrung mit einfließen lassen, indem ich das System jetzt overruled habe, aber zum Beispiel auch Möglichkeiten schon um Möglichkeiten weiß, wie ich jetzt definieren kann,
ob das, was ich eben tue, unterm Strich ein gutes oder schlechtes Ergebnis generiert. Und diese Interventionen zeigen mir, zumindest für das bis jetzt beleuchtete Intervall, dass diese Interventionen offensichtlich eine positive Auswirkung auf das Gesamtergebnis haben. Positive Auswirkung bedeutet eine Glättung meiner Kapitalkurve nach sich ziehen. So, und dann ist es so, relativ einfach. Wir implementieren die Veränderung, die wir hier identifiziert haben, und fangen wieder von vorne an und machen diesen Ablauf eben nochmal. Durch dieses kontinuierliche Wiederholen dieses Ablaufs, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ist es so, dass wir es, ist es so, dass wir eben in diesem Zusammenhang eine unbewusste Kompetenz erreichen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass man hier durch das kontinuierliche Einschleifen zu einem oder die Wiederholung dieses Prozesses irgendwann ein Stadium erreicht, wo man das ganz natürlich in Fleisch und Blut übergegangen sieht und dann entsprechend diesen Ablauf kontinuierlich immer wieder und immer wieder, immer wieder durchläuft. Also für mich zum Beispiel ist es nichts Besonderes mehr am Tag, mein Trading abzufahren. Für mich ist das tatsächlich etwas, was einfach so nebenbei läuft und wo ich sehe, ausgehend von der Performance eben, dass es unterm Strich ein positives Ergebnis nach sich zieht. Haha, jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Gibt allerdings auch mal Phasen, wo es nicht so ist. Ne? Und dazu schauen wir jetzt nochmal kurz hier final auf dieses FX Blue Statement. Also Status Quo kann man das hier sehen. Nach bis jetzt 109 getätigten Trades liegt das Ergebnis allerdings bei rund minus 4%. Moment, 4? Ja, minus 4%. Was natürlich jetzt alles andere als optimal ist. Aber, und das ist eben genau wiederum die Kehrseite der Medaille, wir haben zum Beispiel über die Simulation gesehen, solche Phasen treten auf und es kann sein, dass wir längere Zeit unterhalb von Wasser eben uns befinden. Also es tritt nicht oft auf, das muss ich auch dazu sagen. Für das Jahr generell liege ich immer noch vorne und ich habe mich jetzt einfach nur in den 2 Monaten, deswegen war das suboptimal bis jetzt, habe ich mich einfach in einem nicht besonders günstigen Marktumfeld wiedergefunden für meine Strategien. Ich will das nochmal kurz hier zeigen, final. Ja, wir können hier zum Beispiel bei FX Blue unser Trading aufsplitten lassen. Wir sehen zum Beispiel, ich habe neben dem DAX und dem Euro-Yen auch einen Gold-Trade gehabt. Der ist leider auch nicht aufgegangen. Also da fehlen jetzt tatsächlich an dieser Stelle auch 1%. Tatsächlich ist der Euro-Yen und der DAX aktuell bei minus 3%, was noch okay ist. Der Gold-Trade, der war noch ergänzend, ist noch mit reingekommen. Da war mein Timing etwas schlecht, so formuliere ich das mal. Denn wir sehen mittlerweile, dass Gold eine sehr scharfe Aufwärtsbewegung zeigt. Hier. Ja, das ist der Tageschart jetzt. Ich habe bedauerlicherweise hier in diesem Bereich bereits einen Long Trade auf den Weg gebracht. Der ist ausgestoppt worden. Ich muss aber auch sagen, dankenswerterweise, denn hier eine Gegenbewegung nochmal von $40 auf der Unterseite zu sehen, das möchtest du definitiv nicht. Fakt ist aber, dass wir mittlerweile eine scharfe Gegenbewegung sehen und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass dieses Momentum, was wir jetzt derzeit in Gold sehen, bereits gegen diesen Bereich aufgenommen wird. Das hat leider nicht geklappt. Bis jetzt oder aktuell warte ich noch auf ein mögliches Retracement, was sich ans abzeichnet. Das ist jetzt ein Stundenchart. Leider bin ich in dem Bereich nicht abgeholt worden mit 1180 US-Dollar pro Feinunze. Da sind wir kurz vorher wieder aufgedreht. Jetzt ist es so, dass ich hoffte oder immer noch hoffe, möchte ich sagen, dass wir vielleicht nochmal den Bereich um 1198 anlaufen. Eventuell läuft er mir aber auch entsprechend hier weg. Das wäre, na, wie gesagt, alles andere als optimal. Aber zurück, wie gesagt, zum Statement und nochmal auf diese 2 Strategien, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Was wir zum Beispiel gesehen haben, dazu erinnern wir uns nochmal kurz an diese Geschichte mit der Mean Reversion. Wir erinnern uns dran, ich habe das hier mal abgespeichert. Wir hatten ein Webinar am 17.07. im Zuge dieser Serie. Da ging es um die Trading-Psychologie, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Das ist jetzt rund einen Monat her. Das ist so gewesen, bezogen auf den euro-japanischen Yen, dass wir zum damaligen Zeitpunkt 24 Trades mit der Strategie gemacht hatten und eine Trefferquote von mickrigen 29% hatten. Payoff-Ratio von 0,82 zu 1. Das war alles andere als optimal und hat wesentlich zum Drawdown beigetragen, den wir hier sehen. Also, die rote Linie ist unsere Wasseroberfläche. Da müssen wir hin oder da müssen wir wieder drüber zurück. Und diese Abschläge hier, die resultierten an erster Stelle aus eben dieser Underperformance im Euro-Yen. Wir haben jetzt allerdings dann fast eine Woche später fast einen Boden gesehen und eine sehr starke Gegenbewegung initiiert. Und da kann man sehen, dass man diese starke Gegenbewegung tatsächlich, wenn man jetzt ganz detailliert hinschaut, der Mean Reversion im Euro-Yen
verdanken konnte. Ich hatte nämlich Folgendes gemacht. Ich hatte gesagt, was ich ja weiß, ist, wie die Performance der Strategie in der Vergangenheit war. Also das heißt, wie war das Payoff-Ratio, wie war die Trefferquote? Und das soll, war oder sind diese 47%, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Vergangenheit jetzt hier fortsetzt. Das Payoff-Ratio 1,3 zu 1. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich hier Trades seit dem Webinar gemacht hatten. Das war bis zum nächsten Live-Trading. Das hatten wir dann vor einem Monat ungefähr, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Oder war das, vielleicht hatten wir auch, ich habe jetzt nicht hingeschrieben, welches Webinar das war, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen blöd. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Trefferquote hier in diesem Zeitintervall danach, diese 12 Trades, erstmal besser war. Also das heißt, wir hatten eine Trefferquote plötzlich von in dem Fall 8 aus den 12, die richtig lag, und das Payoff-Ratio lag bei 2,4 zu 1. Dadurch ist der Ist-Wert von den initialen 29% hier und den Payoff-Ratio 0,82 zu 1 auf bereits 42% und 1,08 zu 1 gestiegen. Und jetzt ist es so, dass sich seitdem das noch einmal weiter verbessert hat. Also wir sind mittlerweile doppelt so viele Trades. Die Trefferquote mittlerweile dahingehend verbessert hat, dass wir bei 49% liegen, also im Bereich um den Sollwert eben tatsächlich. Und das Payoff-Ratio, das hakt noch so ein bisschen. Das zeigt, dass die Strategie nicht ganz so optimal mit den Marktbedingungen gerade korrespondiert. Das sehen wir auch im DAX übrigens. Es ist nämlich so, dass das Payoff-Ratio auch anzeigt, ob der Markt durchschnittlich in der Lage ist, dann den durchschnittlichen Gewinn, den man zur Profitabilität des Handelsansatzes benötigt, eben zu generieren. Das bedarf aber einer gewissen Grundvolatilität. Das bedarf, dass der Markt auch eine trendige Struktur auf den Weg bringt, genügend Dynamik aufnimmt. Das ist zum Beispiel etwas, da hat der Euro-Yen aktuell noch ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also das hakt noch so ein wenig, auch wenn sich die letzten Tage schon sehr, sehr vielversprechend hier, besonders auf der Long-Seite eben präsentiert haben. Aber es ist tatsächlich dann eben so, dass hier in diesem Zusammenhang aktuell das zeigt, dass wir noch ein bisschen zu wenig Volatilität eben sehen. Nichtsdestotrotz, aber uns kontinuierlich durch eben das Wissen um unser Handeln und das dadurch mentale stabile Gerüst in der Lage sind, nach oben zu hangeln und langsam, peu à peu, au peu, uns wieder in Richtung dieser rotfarbenen Linie eben entsprechend bewegen. Jetzt ist es aber so, wie gesagt, Euro-Yen kann sich stabilisieren. Problematisch wird es jetzt gerade mit dem DAX, der, da gehen wir wieder hier auf die Statistiken, auf die Symbole und die, obwohl die, machen wir es mal so. Hier ist der DAX. Da sehen wir 56 Trades, die gemacht worden sind. Da sehen wir auch Net Profit hier von aktuell minus 130 Euro. Also was wir sehen können ist, der Euro-Yen hat sich nahezu wieder in den Bereich um Break-Even zurückgehangelt. Das können wir hier erkennen mit minus 13 Euro. Ist man noch leicht unter Wasser, aber nichtsdestotrotz fast bei plus minus null. Und wir sehen eben den DAX, der jetzt eben ein bisschen nach unten abkippt. Und da sehen wir das ganz besonders eben so. Die Trefferquote, an der liegt es nicht. Die Trefferquote liegt bei 54%. Ja, also das heißt, die liegt wirklich gut. Das einzige Problem, was wir haben, ist der Average Gain hier, Average Win und der Average Loss, der bei 1978 liegt für den durchschnittlichen Gewinn. Bei 27,82 für den durchschnittlichen Verlust. Das ist ein Payoff-Ratio von 0,7 zu 1. Und das ist etwas, was aus Erfahrung erstens nicht ausreicht, um den Handelsansatz profitabel werden zu lassen, trotz der Trefferquote größer 50%. Und was ganz besonders eben auch unterstreicht, dass hier in diesem Zusammenhang gerade die Marktbedingungen alles andere als optimal sind. Und wenn der Markt läuft, nicht für uns läuft. Sondern meistens ist es tatsächlich so, und das kann zum Beispiel mein Trading Journal dann auch bestätigen, wir laden ab und an einen Großteil des Verlustes auf, wenn der Markt sich gegen uns entwickelt. Obwohl der Stop weit weg liegt, ist es dennoch so, dass manchmal sehr erratische, scharfe, dynamische Bewegungen in Richtung des Stop-Levels stattfinden und wir mit dem vollen Verlust ausgestoppt werden. Und wenn der Markt dann für uns läuft, läuft er eben nicht so, wie wir es brauchen, um diese Verluste eben ausreichend zu kompensieren und ein profitables Ergebnis zu generieren. Heißt das, dass die Strategie plötzlich unprofitabel ist? Nein. Es das heißt, dass die aktuellen Marktbedingungen einfach nicht optimal sind. Also heißt, wir haben gerade einfach ein Marktumfeld, in welchem hier trendige Bewegungen in Richtung unseres Handelsansatzes in der Form nicht vorkommen. So. Und jetzt gilt es eben entsprechend dann hier entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, Risiko-Money-Management-Plan eben strikter oder strikt durchzuhandeln, intelligente Interventionen auf den Weg zu bringen. Auch wenn man sich primär an die Basisstrategie hält, zum Beispiel ab und an kommt es vor, dass ich eben hier dennoch
wenn auch nicht häufig, aber interveniere und versuche zum Beispiel dann auf eine Struktur, die darauf hindeutet, dass der Markt jetzt eher wieder in die Gegenrichtung läuft und diese choppige Struktur fortsetzt, dass ich dann eben aggressiver mit dem Stop werde und versuche dennoch einen Profit aus dem Markt eben hier dann zu ziehen zunächst einmal. Das Ergebnis ist jetzt dahingehend nicht so optimal, dass es eben das Payoff-Ratio, Verzeihung, das Payoff-Ratio positiv beeinflusst, aber es ist zumindest mal für die Trefferquote okay. Also denn ich habe es tatsächlich schon diverse Male geschafft, eben ein Ergebnis zu generieren, was unterm Strich ein positives Ergebnis nach sich gezogen hat. Also wenn auch nur kleines positives Ergebnis, aber mindestens war es noch positiv, statt eines Verlustes, der eben entsprechend generiert worden wäre nach dieser Basisstrategie. Und jetzt gilt im Grunde genommen das, was wir für den Euro-Yen angewendet haben, entsprechend für den DAX anzuwenden. Und genau dasselbe eben durchzuführen. Dafür ist es wichtig, dass ich weiß, was ich zu erwarten habe. Hier ist die DAX-Basisstrategie mit den entsprechenden Komponenten. Wir können es auch hier erkennen. Es hat sich im Vergleich zum letzten Webinar hat sich das nicht verändert. Ja? Also hier kann man es sehr, sehr schön erkennen. DAX-Basisstrategie, das ist das, was man über einen sehr, sehr langen Zeitraum von 10 Jahren plus erwarten sollte. Trefferquote von 47,5%, Verlustquote 52,5%, Payoff-Ratio 1:2:1. Ja, Problem, das hatte ich gerade schon geschildert mit FX Blue, ist diese Teilgewinnmitnahmen, pushen zwar die Trefferquote, aber reduzieren das Payoff-Ratio. Aber im Falle des DAX ist das aktuell tatsächlich zu vernachlässigen. Das ist nicht der Fall. Also es liegt wirklich daran, dass die Marktbedingungen nicht so schön stark trendig sind, wie wir sie für den Handelsansatz benötigen. Und hier sehen wir, die Ist-Quote bzw. die Verlustquote stabilisiert sich eben. Also wir sehen es hier, die Trefferquote 55%. Vorher lagen wir hier bei 41%. Ja. Das war das letzte Webinar übrigens. Das ist das, was ich mit dem vorher hier meine. Verlustquote jetzt bei 45%. Vorher lagen wir bei 59%. Das Payoff-Ratio vorher lag bei ungefähr 1:1. Jetzt liegt es nur noch bei 0,7:1. Was unterstreicht das, was ich gerade sagte? Es liegt nicht daran, dass das die Strategie nicht gut trifft. Also das ist gegeben, gewährleistet, sondern es scheitert daran, dass der Markt, wenn sie trifft, nicht so in die Richtung läuft, wie wir es benötigen, um ein positives Ergebnis eben zu generieren. So, und ja, das sind zum Grunde genommen so die finalen Worte meinerseits im Zusammenhang mit der mit dem aktuellen Stand dieses Projekts. Es ist, wie gesagt, wir sind gespannt, in welche Richtung sich das jetzt zeitnah weiterentwickelt. Ich bin sehr positiver Dinge. Wir sehen den DAX gerade übrigens, der hier neue Tagestiefs markiert. Also das funktioniert auf jeden Fall schon einmal. Ja, wir sehen aber auch zum Beispiel, wir erinnern uns dran. Ich sagte, eine Abwärtsbewegung ist zwar einzukalkulieren, aber die Dynamik muss nicht zwangsläufig gegeben sein. Ich wünsche mir natürlich im Zusammenhang mit dem Trade, den wir hier haben, natürlich wünsche ich mir da, dass wir eben entsprechend jetzt Momentum aufnehmen und anzuvisierendes Ziel liegt hier im Bereich um 12.430 Punkte. Das ist ungefähr der Ausbruchbereich von gestern und wäre von den aktuellen, vom aktuellen Niveau wären es nochmal 100 Punkte, die da zu erwarten wären. Das wäre natürlich äußerst attraktiv, denn das würde bedeuten, wir würden hiermit dann locker ein R verdienen können. Ob das sich dann so darstellt, bleibt abzuwarten. Ja, das steht definitiv außer Frage. Aktuell ist es aber schon mal erstmal so ein bisschen Balsam, dass wir auf jeden Fall hier uns in Richtung der Tagestiefs und darunter eben entsprechend entwickeln und hoffentlich dann jetzt hier weiteres Abwärtsmomentum eben aufnehmen können. Wie gesagt, müssen wir aber abwarten, ob das tatsächlich stattfindet. Ich hatte für das finale Furioso versprochen, dass wir hier eventuell einen Switch sehen. Der Order. Wir haben jetzt bereits hier, kann man das oben sehen, das steht zwar 12 Uhr, aber wir haben 11 Uhr, das ist zypriotische Zeit tatsächlich hier. Haben wir hier ganz offensichtlich keinen Switch zu sehen bekommen. Den hätten wir nur zu sehen bekommen, wenn wir unterhalb dieser blaufarbenen Linie geschlossen hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben leicht drüber geschlossen und dadurch bleibt diese Long Order jetzt bestehen. Nächste Anpassung findet um 12 dann statt, also eine Stunde von jetzt wieder auf Stundenbasis. Abhängig davon natürlich, ob wir zwischenzeitlich nicht gefüllt werden. Also sollte der Markt jetzt hier höhere Hochs markieren, werden wir auf der Long-Seite ausgeführt und sind dann Long, dann ist die Order aktiv. Also die ist jetzt aktiv im Markt, ist dann auch ausgeführt. Sollte der Markt zwischenzeitlich jetzt hier in Richtung der Tiefs oder vielleicht auch drunter fallen, dann arbeiten wir mit einem Sell-Limit. Dann sind wir offensichtlich unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Und dann würden wir einen Breakout auf der Unterseite traden. Wenn der Markt aber unterhalb dieses Tiefs dann dieser Range schließt, würde ich hier ein Sell-Limit platzieren. Das heißt also ein Verkaufslimit, wo wir dann erstmal eine Gegenbewegung gegen das Niveau sehen müssen, um dann von dort abzukippen. Und Stop läge entsprechend dann aber gleich oberhalb dieser hier definierten Hochs. Ja,
Und so wäre es das jetzt meinerseits gewesen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon alle Fragen beantwortet, sehe auch keine weiteren, dass die reingekommen sind. Ja, und würde dann sagen, Happy Trading. Ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert ziehen können aus meinen Ausführungen. Solltet ihr Fragen haben, auch hinsichtlich der Indikatoren, wie gesagt, kontaktiert gerne Elena, die leitet das dann alles an mich weiter. Und ich würde mich freuen, eure Fragen beantworten zu dürfen. Wie gesagt, jetzt wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf und wir hören sicherlich voneinander allerspätestens. Ich muss jetzt mal kurz hier gucken, zu unserer Webinarreihe. Ein Moment. Ich muss wirklich jetzt gerade auf den Kalender reinkommen. Ich glaube, nächste Woche ist der erste Freitag im Monat. Da gibt's ein Live-Trading der Non-Farm-Payrolls. So. Genau. Ja, Non-Farm-Payrolls Live-Trading ist es. Nämlich dann um 14 Uhr findet das statt. Ja, da werden wir uns einen nächsten Blick auf das Konto hier entsprechend werfen natürlich. Denn es wird ein Live-Trading sein im Sinne von, es wird auf jeden Fall ein Live-Konto offen sein, mindestens. Und vielleicht werden wir auch einen Trade eben dann entsprechend finden. Ja, und soweit wäre es das mal das gewesen. Also nächste Woche am 7. September 2018 hören wir uns dann wieder 14 Uhr zu dem MFB Live Trading. Bis dahin, wie gesagt, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.